Jetzt sind wir bei dem zweiten Block an einem verregneten Samstag im September, dem letzten Wochenende. Und ich hatte mich entschlossen, an diesem Wochenende über den kostbaren Menschenkörper zu sprechen. Und was ist ein kostbarer Menschenkörper? Was ist ein besonderer Menschenkörper? Was ist ein gewöhnlicher Menschenkörper? Was ist ein leidvoller Menschenkörper und was ist ein heilvoller Menschenkörper? Das in der Rückwärtsaufzählung, also um nochmal kurz zusammenzufassen, die Lehre des Buddhas existiert, weil es Menschen gibt. Sie existiert, weil die Menschen leiden. Würden Menschen nicht leiden, gäbe es diese Lehre nicht. Würden die Menschen kein Leiden haben, wäre die Lehre des Buddhas nie entstanden. Richtig gelehrt werden kann sie und verwirklicht werden kann sie von verwirrten Wesen wie wir, nur in der Form eines Menschenkörpers. Ein Tierkörper würde nicht gehen. Ein Hungergeisterkörper würde nicht gehen, als Höllenwesen könnten wir diesen Lehren nicht folgen. Wenn wir in einem Götterbereich wären, kämen wir überhaupt nicht auf die Idee, weil es uns dort so gut gehen würde. Und wenn wir im Bereich der eifersüchtigen Götter wären, dann wären wir so sehr in unseren Kämpfen um die ganz Reichen so sehr verwickelt, dass wir eben auch nicht ein offenes Ohr für die Wörter des Buddhas hätten. Wir müssen verstehen, dass der Buddha ein Mensch war, so wie wir auch. Der Buddha hat gleich aufgefordert, dass wir alles das, was er lehrt, im eigenen Geist untersuchen sollen. Also wir sollen zuhören, darüber reflektieren und dann sehen, ob das in unserem eigenen Bewusstsein auch so ist. Wir können ganz unschwer feststellen, dass wir als Menschen im Verhältnis zu den Hunden, Katzen und Vögeln, die wir vielleicht als Haustiere haben, sehr intensiv und sehr klar der Lehre des Buddhas folgen können. Und die Frage ist eben, mal speziell, wenn es um Tantrismus geht oder tantrischen Buddhismus oder um Vajrayana oder um den echten Diamantweg-Buddhismus, dann müssen wir wissen, dass dort vom kostbaren Menschenkörper gesprochen wird. Die Menschen über die Jahrhunderte und Jahrtausende und so weiter hinweg, sie sind geboren, sie sind gestorben und dann haben sie wieder einen Körper erlangt und dann wieder gestorben und wieder irgendwo wiedergeboren. Das haben wir gemeinsam mit allen fühlenden Wesen von Tieren, Geistern, Höllenwesen und so weiter, wie Dzongsya-Kenzen Rinpoche hier mal bei Unterweisungen gesagt hat, dass wir alle auch mal in früheren Existenzen langlebige Götter waren und eben jetzt sind wir im Menschenbereich und in den vielen Leben und Existenzen, die wir hatten, haben wir es eben nicht geschafft, unseren Körper, unsere Existenz so zu nutzen, dass wir frei von Leiden werden. Wir sind immer wieder gefangen von unseren Geistesgiften, von denen wir ganz große Schwierigkeiten haben, loszukommen. Und der Hauptgrund, warum wir da nicht loskommen, ist, man könnte sagen, die Vorstellung an ein Selbst und ein Ich. Also wenn ich sage, ich will glücklich werden, dann bedeutet das auf der verwirrten Ebene, es ist mir egal, welche heilvolle oder leidvolle Handlung ich auch immer begehe, meine Motivation ist einzig und allein, ich möchte gerne glücklich sein. Wenn ich jetzt nicht einen Weg oder Mittel finde, glücklich sein zu können, dann werde ich alles daran setzen, dieses Ziel zu erreichen, ob ich über Leichen gehe oder ob ich auch mal hin und wieder heilvolle Handlungen mache. Das ist das, was die Wesen in der Verwirrung, in der Welt des Samsaras, im Meer des Samsaras eben auszeichnet, dass wir alle ganz extrem gefangen sind von unseren eigenen störenden Gefühlen und wir können nicht
Befreiung aus uns selbst heraus erlangen, weil wir immer wieder Irrtümern unterliegen und an diesen Irrtümern auch festhalten. Der Grund, warum ich über den kostbaren Menschenkörper jetzt an diesem Wochenende sprechen wollte, sind Ereignisse, die ich in den letzten Wochen und Monaten eben erlebt habe. Wenn wir über die Lehre des Buddhas gesprochen haben, es ist eigentlich alles ganz genau erklärt worden, wieso, weshalb, warum, wie es funktioniert. Und eigentlich es festzustellen ist, dass über die ganzen Jahre und Jahrzehnte hinweg bei den Protagonisten, also jenen, die diesen Pfad versuchen zu gehen, keine Veränderung entsteht, wo man sagen kann, da ist irgendetwas begriffen worden. Und dann ist die Frage, was ist nicht begriffen worden? Das habe ich vorhin schon eben im ersten Blog erwähnt, dass wir nicht durch das Tor des Leidens gegangen sind. Wir haben so gehört, da gibt es so irgendwo Leiden und da, und wir selber haben ganz schlimmes Leiden, aber das ist eben so und das hat nichts Konkretes. Und naja, das ist eben halt so. Also wir leiden dann eben halt so. Und das ist dann halt einfach so. Und naja, wir brauchen uns nicht länger einen Kopf drüber machen, wir wissen, es gibt Leiden. So, und dann gehen wir noch über die anderen, das hören wir dann so nebenbei, kostbarer Menschenkörper, dann hören wir über Vergänglichkeit, dann hören wir Leiden allgemein, dann hören wir, was die Ursachen vom Leiden sind, dann hören wir, dass es eben verschiedene Pfade gibt, um geistige Befreiung zu erlangen, von dem Grundlagenbuddhismus über Mahayana bis zum Vajrayana, die sogenannten neun Jhanas, wie es so schön eben die einzelnen Stufen beschrieben wird, vom Sravaka Patrika Buddha bis hin nachher zu Mahamudra Dzogchen und Mahaati. Und wie wir so in unserer Konsumgesellschaft im Westen geprägt sind, wir wollen natürlich nicht irgendwie ein Gog und Mobil haben, sondern wir möchten dann schon ein Super Mercedes-Benz oder ein Ferrari mit 800 PS haben und glauben, wir können so ein Fahrzeug handeln, und glauben, wir können damit umgehen. Unser Problem in der Regel ist, dass wir noch nicht mal fähig sind, ein Dreirad zu fahren und wir eine absolute falsche Einschätzung von uns haben, was wir denken und was wir können. Der Grund, warum das passiert ist, ist nicht, weil wir blöde sind. Überhaupt nicht. Ne? Wir sind, unser Ego ist echt ziemlich clever. Also in den Verstrickungen, die es sich erzeugt, ist natürlich für den Beobachter, für den Erfahrer des Körpers und des Egos, ist es echt scheiße. Und zwar, dass wir uns auf ein ziemlich blödes Ego stützen, statt auf ein intelligentes Ego. Was wäre das intelligente Ego? Das ist, dass wir, solange wir die geistige Befreiung nicht haben, einfach sagen, okay, also ich will gerne glücklich sein, also ich will nicht mehr leiden, also muss ich erkennen, was sind die Ursachen meines Leidens. Ich muss nicht erkennen, was die Ursachen des Leidens bei jemand anders ist. Ich muss erkennen, was die Ursachen des Leidens in meinem Geist sind. Also ich muss in meinen Geist reingucken. Ich muss sehen, wo ich mich gekränkt fühle. Ich muss sehen, wo ich eifersüchtig bin. Ich muss sehen, wo ich stolz bin. Ich muss all das sehen. Nicht intellektuell hören, sondern sehen, sobald es aufkommt, und dann einfach sagen, und Brummi, was hast du davon, dass du dich jetzt verletzt fühlst? Was hast du davon, wenn du dich jetzt beleidigt fühlst? Was hast du davon, wenn du dich zurückgesetzt fühlst? Was hast du davon, dass du eifersüchtig bist? Und so weiter und so weiter. Also sobald die Geistesgifte aufkommen, dass wir uns denen stellen, dass wir da eben hingucken. Wenn wir durch dieses Tor nicht gehen, ist es so, als wenn wir... Ja, das eine, was ich immer gesagt habe, vor einem Kristallpalast stehen und da kann man all diese neun Etagen der neun Jhanas bis ganz oben hin da reingucken. Und wir stehen aber draußen im Sturm, im Regen, im Hagel, im Frost, im Schmerz, draußen. Wir stehen draußen, aber wir suchen ja Zuflucht. Deswegen sprechen wir von der Zuflucht. Von der Zuflucht sprechen wir ja nur deswegen, weil Zuflucht bedeutet flüchten. Das bedeutet auch, dass man eine gewisse Anstrengung aufnehmen muss, um aus einer Gefahrenzone herauszukommen. Nehmen wir die Familien, die aus Afghanistan und Syrien hierher flüchten, dann nehmen sie eine gewisse Art von Anstrengung auf sich.
Bei uns, unsere Anstrengung heißt bei uns, wenn wir Zuflucht nehmen, dann heißt das eben ganz einfach. Das ist unsere Zuflucht. Wir haben keinen Gedanken darüber, was Zuflucht bedeutet. Wir wissen noch nicht mal, was Erleuchtung ist. Heißt, bis zur Erleuchtung nehme ich Zuflucht zum Buddha, zur Lehre und zur Gemeinschaft. Dann heißt es, wir versprechen allen fühlenden Wesen, möge ich zum Wohle aller Wesen Buddhaschaft erlangen durch meine Verdienste von Freigebigkeit und den anderen transzendentalen Tugenden. Und die verschiedenen transzendentalen Tugenden heißen Ethik, Geduld, freudige Anstrengung, Konzentration und Weisheit. Ha? Das steht an erster Stelle. Die hatte ich zuerst gesagt. Freigebigkeit habe ich wirklich gesagt, ganz an erster Stelle. Doch, wirklich habe ich. Denn ich habe es jetzt rezitiert. Das können wir beweisen. Ha? Das kann man wieder zurückspielen. Genau, Videobeweis. Also, von Freigebigkeit, Ethik, Geduld, freudige Anstrengung, Konzentration und Weisheit. Oh, ja? Also, wenn wir, das sind die Dinge, die wir machen müssen. Die Anstrengung, das heißt, also rein theoretisch, wenn man sagen würde, durch die Verdienste meiner Praxis, das ist so, wenn ich jetzt aus Afghanistan oder Syrien herflüchten muss, dann muss ich irgendwo Geld zusammenkratzen. Ich muss da irgendwo Geld kriegen, damit ich den Schleuser bezahlen kann, damit er mich nach Deutschland bringt. Das ist Anstrengung. Überlegt mal euch, bei uns, die Anstrengung sieht so aus. Wir sitzen in Kabul, da schön, und trinken unseren süßen Tee. Ich glaube, da wird immer ganz viel so süßen Tee getrunken. Ich glaube, ganz auch schwarzen Tee mit Minze oder so. Und wir sitzen da am Marktplatz, wir hören im Hintergrund das Schießen und irgendwelche Bomben fallen. Naja, also ich fliehe jetzt nach Deutschland, ja? Und naja, also ich werde dann mehr in Deutschland dann mich schützen vor diesem Ganzen. Und jeden Tag gehen wir wieder in dieselbe Shop rein und trinken unser Teechen. Weder bemühen wir uns, das Geld zusammenzukriegen, noch überhaupt zu erkundigen, wo es einen Schleuser gibt, der uns nach Deutschland bringt. Machen wir nicht. Aber wir sagen immer, ja, also ich fliehe nach Deutschland. Ich suche Zuflucht in Deutschland. Und so rezitieren wir die ganze Zeit die Zuflucht. Sie hat überhaupt keine Auswirkung auf uns. Wir geben vor, sie hätten das. Ne? Und das ist das, wir sprechen von einem kostbaren Menschenkörper. Ich habe vorhin eigentlich das rückwärts gesagt. Eigentlich ganz einfach fängt es damit an. Es gibt da den Menschen, der hat einen Körper. Den Menschenkörper. Mit diesem Menschenkörper, wenn der dann da ist, kann genutzt werden zu Leidvollen und Heilvollen. Also Mörder, Henker, Soldat und Arzt, Pfleger, Lehrer, Gärtner, Bäcker, auf der anderen Seite. So, jetzt haben wir zwei verschiedene Richtungen, die wir denken. Menschen so und so, ne? Dann gibt es eben noch dazwischen ganz viele Indifferenten, wo es gemischt ist, auf einer Seite heilen, auf der anderen Seite umbringen. Ne? Also wenn jetzt zum Beispiel ein Arzt gelernt hat, das Arztstudium gemacht hat, seinen Doktor hat und dann Gynäkologie macht und entscheidet sich, eine Praxis zu machen, wo Abtreibungen vorgenommen werden. Ne? Auf eine Art, die eine Seite ist heilen, auf der anderen Seite ist töten. Das ist nun mal so. Ne? Und es geht gar nicht um Schuldzuweisung. Es geht nur darum, leidvolle Handlung. Wir machen eine leidvolle Handlung. Das Baby will leben, ne? Und der Arzt macht quasi, das passiert bei der Abtreibung, er tötet das Kind. Und so haben wir haben dann beides. Auf eine Art kann er heilen und er kann das Gegenteil. Ne? Dann haben wir Menschen, die, sagen wir mal, ein bisschen einfältig sind. Und dann gibt es welche, die ganz viel konzentriert auswendig lernen können. Und dann gibt es, wisst ihr ja, ganz viele Leute dazwischen. Es gibt welche, die singen können, welche, die schauspielern können, welche, die basteln können, welche, die malen können und so weiter. Also das ist die Vielfältigkeit der Menschen, was der Mensch so alles kann. Alles mehr oder weniger leidvoll oder heilvoll. So, das sind die Menschen so, so allgemein. Und diese Menschen sterben, sind alle geboren, also werden sie auch alle sterben. Und das Sterben bedeutet,
Wir wissen nicht, wie unser Ticket in das nächste Leben aussieht. Ne? Also wenn du zum Beispiel so einen Mörder hast und der auch seine Handlung nicht bereut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er, wenn er stirbt, dann danach in einem erquicklichen Zustand wiedergeboren wird. Sondern entsprechend der vielen Konstellationen, was solche eine Person in seinem eigenen Bewusstseinsstrom hat, wird er dann irgendwo wiedergeboren. Ja, gnädige Frau? Wie kommt es dann dazu, dass der in einem anderen Zustand dann wiedergeboren wird oder in einem weniger heilvollen? Ganz einfach, als wenn ein Mensch jemand anders umbringt. Was macht er zuallererst in der Regel? Er versucht seine Tat zu verbergen, richtig? Okay, ja. Ja. So, wenn er denkt immer, ich werde nicht erwischt, werde nicht erwischt. So, und dann stirbt er. Im Sterben sind alle unsere geistigen Eindrücke mindestens siebenfach stärker, als wir sie mit dem Körper haben. Das heißt also, unser Zorn, Hass, Wut, Eifersucht, alles ist siebenfach stärker. Auch unser scharfer Intellekt ist auch siebenfach stärker. Wenn wir Mitgefühl hätten, wäre auch unser Mitgefühl wäre siebenfach stärker. Und alle geistigen Eindrücke, die da sind, sind siebenfach stärker. Also derjenige, der hat jemanden umgebracht, ist von der Polizei nicht erwischt worden, kommt auch nicht ins Gefängnis, stirbt. So. Aber er hat in seinem Kopf die ganze Zeit, sein Geist ist getränkt davon, die kriegen mich. Ich komme ins Gefängnis oder wenn es in Amerika ist, die verurteilen mich zum Tode. Dann ist sofort, dass der Geist voll ist, voller Angst. Und da die Tat, also wenn du einen Menschen umbringst, ist es ja nicht nur du und der Mensch, sondern an dir selbst hängen Tausende von Wesen und an dem Menschen, den du umbringst, auch Tausende von Wesen. Sichtbare, unsichtbare. Menschen, Tiere, Geister und alles möglich. An Was meinst du uns damit, dann hängen eine wir? Verbindung, zum Beispiel bei dir, dein Sohn, Ach dein so, Mann, okay. dein anderer Sohn, die Freundin von dem Sohn, die Freundin von dem anderen, ne? Die Kollegen von deinem Mann, deine Kollegen. Das ist ein Geflecht von wahnsinnig vielen Wesen, die mit uns in diesem Leben und auch in vielen anderen Leben verbunden sind. Also, wenn wir dann sterben und da gibt es auch in einem für uns nicht wahrnehmbaren Bereich, Menschen, so wie wir das hier auch auf der Erde haben, die sich einfach anmaßen, eine Gerichtsbarkeit anzunehmen. Da gibt es dann Leute, die suchen Schuldige, auch im Geisterbereich, und dann gibt es Leute, die verurteilen, Wesen, die verurteilen, die Wesen hineinziehen. Und zwar so aufgrund des Gesetzes von Ursache und Wirkung, der Verbindung, die die Wesen miteinander haben. Das heißt, so wie, nehmen wir ein ganz einfaches Beispiel, wie die Mafia, kennt man ja aus Filmen, ist ja, jeder kennt ja die Mafia, ja fast bei uns im Wohnzimmer, ne? Also wenn wir jetzt irgendeinen Film über die Mafia sehen und dann hat irgendeiner jemanden verpfiffen, wie sie den dann suchen und dann den schnappen und dann verprügeln und dann nachher umbringen. So. Damit ist das Problem für den Täter nicht wirklich gelöst. Ist dann abhängig, wie bedeutend die Person ist, die wir umgebracht haben und wie viele Verbindungen haben. Entsprechend schlimm werden die Folgen sein. Man sagt, wenn du zum Beispiel einen König tötest oder einen Herrscher tötest, es ist egal, welcher Herrscher, sind deine Probleme größer, als wenn du den Bettler unter der Brücke umbringst. Warum? Der Bettler unter der Brücke hat eine geringere Vernetzung, hat weniger Menschen, die direkt mit ihm verbunden sind, als so ein König. Wenn so ein Herrscher irgendwo umgebracht wird, dann geht das ganze Gefüge von Macht und so weiter, das geht alles auseinander. Ne? Und das ist nämlich die Situation. Jede leidvolle Handlung, die wir machen, hat eine Konsequenz. Ich habe gerade über das Vinayana, über die Gelübde der Mönche und Nonnen und über die Bodhisattva-Gelübde gelesen, kommentiert von Duchenne Rinpoche. Und er sagt ja, da geht es darum, wenn man ein Gelübde bricht, zum Beispiel in der Mönchs- und Nonnengemeinschaft, und man hat irgendeinen Scheiß gemacht, sagen wir mal ganz einfach, ein Mönch oder eine Nonne hat sich hinreißen lassen und ist mit irgendeinem ins Bett gegangen. Also, was normalerweise die beiden Personen machen müssten, Mönch oder Nonne, müssten sofort
der Sangha gestehen, oh, ich habe mein Gelübde gebrochen, ich möchte es wiederherstellen. Und zwar innerhalb von 24 Stunden. Verheimlicht derjenige aber das Brechen dieser Hauptgelübde, dann ist es ganz gebrochen und er muss nachher sogar ausgeschlossen werden, weil er es nicht bereut hat. Also er hat es sogar noch versucht zu verbergen. Und wenn er es ganz verbirgt, bis dass er dann stirbt, dann bedeutet das, obwohl er Mönch gewesen ist, wird er in Höllenzuständen wiedergeboren werden. Warum? Weil er nämlich die ganze Zeit weiß, ich habe das Gelübde gebrochen, das ist die eine Rolle. Und die andere Problemrolle ist die, dass die durch das Verhalten, was ein Mönch oder eine Nonne innerhalb der Gemeinschaft macht, hat eine Auswirkung auf das Ansehen der ganzen buddhistischen Gemeinschaft und hat somit eine Auswirkung auf die Gesamtheit der buddhistischen Gemeinschaft. Also es hängt immer alles zusammen. Es gibt nie eine Handlung getrennt. Da ist ein Opfer, da ist ein Mörder, Murks ab, fertig. Nein, da hängt eine ganze Vernetzung an. Wenn man in einer Sangha ist, also Mönch- und Nonnensangha jetzt speziell, und da wird ein Gelübde gebrochen und das gebrochene Gelübde wird nicht sofort bereut, dann ist derjenige in der Gemeinschaft jemand, der ist dann quasi, zwar äußerlich sieht er noch aus wie Mönch und Nonne, ist es aber nicht. Und wenn er dann Gaben bekommt, die eigentlich nur den Mönchen und Nonnen zustehen, dann hat das ganz starke karmische, negative, also leidvolle Auswirkung auf denjenigen, der das Gelübde gebrochen hat. Und wenn der dann das Essen isst, was man eigentlich der Sangha dargebracht hat, er gehört ja nicht mehr quasi zur Sangha, er verschweigt es nur, dass er nicht dazu gehört, und er isst das dann hat das ganz schwere Folgen. Denn es gibt wahnsinnig viele Wesen, die der Lehre des Buddhas und den Aspekten der Lehre des Buddhas extrem zugeneigt sind. Und wenn die merken, dass die Lehre oder die Aspekte des Buddhas betrogen werden von Wesen, dann werden die sauer. Die sind dann nicht lustig und sagen, ja, ich habe großes Mitgefühl, der hat ja Hunger gehabt, der kann das essen. Nein, das ist gegeben worden. Warum ist es so wichtig, dass diese Sangha, Mönch- und Nonnensangha, dass sie ihre Gelübde so aufrechterhalten, damit die Menschen, die Wesen von außen, immer Vertrauen zu der Lehre entwickeln. Also wenn unser Verhalten so ist, dass das Vertrauen in die Lehre unterminiert wird, dadurch, dass die Sangha sich fehlverhält, dann führt das dazu, dass jemand richtig echte Probleme hat. Ne? Nachvollziehbar? Ja, danke. Und die Situation, und deswegen kommen wir auf den kostbaren Menschenkörper. Ne? So leben die Menschen. Solange es keine Lehre des Buddhas gibt, gibt es keinen kostbaren Menschenkörper. Dann gibt es da nicht. Gibt es keine Lehre des Buddhas, gibt es keinen kostbaren Menschenkörper. Dann gibt es Menschenkörper, die mal ein bisschen nett, mal nicht so nett sind. Warum? Weil alle anderen Lehren, die es gibt, zeigen nicht den Weg aus dem Leiden auf. Tun sie nicht. Es gibt keinen einzigen anderen Weg in unserem Wahrnehmungsbereich, der direkt den Weg aufzeigt, das Leiden zu überwinden. Ein kleiner moralischer Zeigefinger, so ein bisschen weniger leidvoll zu handeln, das reicht aber nicht, um das Leiden zu überwinden. Und da ist in unserem Wahrnehmungsbereich nur die Lehre des Buddhas zu fähig. Und dann sagt man ja, warum kann man das behaupten? Es ist einfach schon in der Betrachtung der Geschichte, wenn man die Lehren der verschiedenen Meister der vergangenen Jahrhunderte liest und sieht, dass die in der Struktur immer dasselbe sagen und immer dieselbe Erfahrung haben, dann ist es damit belegt, dass es dasselbe ist, so wie ein Wissenschaftler, ne, in der Chemie nimmt Wasser, nimmt eine Batterie, zwei Drähte rein und spaltet das Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff. So, ne? Egal, wo jemand das macht, der wird immer Wasserstoff und Sauerstoff und nicht Wasserstoff und Stickstoff oder Stickstoff und Helium, sondern es wird immer Wasserstoff und Sauerstoff sein. Und das zeichnet die Lehre des Buddhas aus, dass alle Meister und Meisterinnen kommen zum identischen, nicht diskutablen, kompromisslosen identischen Ergebnis. Und deswegen ist es nur möglich, einen kostbaren Menschenkörper zu haben, wenn ein Buddha erschienen ist, wenn der Buddha gelehrt hat. Buddhas erscheinen immer, die Frage ist nur, ob sie lehren können.
Sie können nur lehren, wenn geeignete Gefäße da sind. Wenn keine Gefäße da sind, das wird auch manchmal gesagt, es erscheinen Buddhas, sie versuchen zu erscheinen, es sind aber keine geeigneten Wesen da. Warum sind keine geeigneten Wesen da? Weil sie nicht genug Verdienst haben. Warum haben sie so wenig Verdienst? Weil sie sich über Äonen hinweg die ganze Zeit nur beschäftigt haben, leidvoll zu handeln und Verdienst abzubauen, statt aufzubauen. Also die Voraussetzung, um die Lehre des Buddhas zu verstehen, bedeutet, dass ich wahnsinnig viel Verdienst haben muss, um sie zu verstehen. Die Zusammenkunft von einem Menschenkörper mit dem Vajrayana bedeutet keinen kostbaren Menschenkörper. Es ist ein besonderer, weil es gibt die besondere Chance, die Wahrscheinlichkeit im Lotto zu gewinnen, ist quasi größer. Wo ich immer das Beispiel bringe, es ist einfacher, 7-mal in der Woche 6 Richtige zu tippen und das bis zu seinem Lebensende immer 6 Richtige zu tippen, als einen kostbaren Menschenkörper zu erlangen. Mal an der Anzahl der Wesen. Es ist wahnsinnig schwer, einen kostbaren Menschenkörper zu erreichen. Schon einen besonderen Menschenkörper zu erreichen, selbst dazu bedarf es wahnsinnig viel glückliche Bedingungen. Ne? Also wir können sagen, wir haben einen besonderen Menschenkörper, dass wir den überhaupt haben, heißt, wir haben in früheren Leben Verdienst angesammelt. Aber wir haben ein paar Milliarden Coins auf unserem Karma-Konto, dass wir mit dieser Lehre zusammengekommen sind. Jetzt passiert Folgendes. Jedes Mal, wenn wir Dharma-Unterweisung hören, wenn wir großen Lehrern begegnet sind, dann haben wir eine Abbuchung auf diesem Coin-Konto. Also wir müssen, um die Lehre, das, was der Lehrer da sagt, umsetzen zu können, muss unsere geistigen Eindrücke, heilvollen geistigen Eindrücke, die müssen steigen. Wenn sie gleich bleiben, haben wir Minus. Wenn wir ein Minus haben, verstehen wir nicht, was die Lehrer sagen. Und deswegen müssen wir verstehen, was ein kostbarer Menschenkörper ist und wie wir ihn erlangen können. Und dazu nochmal, von der Lehre des Buddhas haben wir 100 Punkte. Bei uns Menschen, die wir so damit zusammenkommen, haben wir zwischen 2% und vielleicht 95%. 100%, glaube ich, hat kaum jemand von uns hundertprozentig, dass er sagen kann, ich habe hundertprozentig einen kostbaren Menschenkörper. Muss man ganz ehrlich sagen, weil wir die ganze Zeit vorne rum bauen wir was auf und mit dem Arsch reißen was wieder runter. Warum tun wir das? Weil der Ansatz, wie wir der Lehre des Buddhas begegnen, ist einfach nicht klar. Wir hören nicht zu. Zum Beispiel Zuflucht. Zuflucht heißt, ey, Alter, ich habe richtig ein echtes Problem. Ich muss fliehen. Die sind hinter mir her. Was ist hinter mir her? Die drei niederen Daseinsbereiche, das Gefangensein in Samsara. Das ist hinter mir her. Ich muss mein Leiden überwinden. Und dazu muss ich genau verstehen, was das Leiden ist. Das Leiden, da ist nicht der Nachbar dran schuld. Da ist es auch nicht schuld, dass mich jemand beleidigt hat, dass ich zurückgesetzt wurde, dass ich, sagen wir mal, jemand anders mich eifersüchtig gemacht hat. Nicht der andere. Nein, nein, nein. Wir müssen es sehen. Wir müssen in unserem Geist sehen, dass jede ungute Gefühl, was wir haben, Wut, Zorn, Trauer, all das, was wir da haben, müssen wir erkennen, wir sind die Verursacher, niemand anders. Kein anderer ist verantwortlich für das, was da abläuft. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir uns für Leiden, Samsara, ewige Höllen, also fast ewig, es gibt ja nicht wirklich was Ewiges, aber ziemlich lange Höllen, für sehr lange Höllen entscheiden oder ob wir geistige Befreiung erlangen wollen. Die Situation, die wir zurzeit im Westen haben, so vom Prinzip her, westlich des Urals, ne, in Asien weiß ich nicht, wie es da ist, aber wir haben eigentlich von der buddhistischen Lehre, wir sind in einer so guten Situation. Und wir kapieren nicht, dass wir einen kostbaren Menschenkörper erst aufbauen müssen. Wir denken, wir haben ihn. Wir verschaffen uns da keine Klarheit drüber.
Und das war der Grund, warum ich hatte ja ursprünglich vorgesehen, ne, diesen Zyklus weiterzumachen mit Longchen Rongchen, Rabjampa, ne, das eben weiterzumachen, wirklich von der Manifestation des, der Weisheit, dieses Buch ist fantastisch. Und ich merke, ne, so viel wir davon reden, es ist einfach zu sehen, dass nichts davon umgesetzt wird. Und dann denke ich, dann müssen wir wieder zurück an den Anfang, an die Startposition. Wir können nicht einfach weiter trappeln und denken, ja, das wird dann irgendwann klappen. Ne? Also wenn ich das keine M1 nie gelernt habe und ich weiß, dass Punktrechnung vor Strichrechnung kommt, sondern ich sage Strichrechnung vor Punktrechnung und ich wundere mich immer, dass irgendwelche Ergebnisse rauskommen, die einfach nicht stimmen. Was passiert dann? Oh, ich hab. Oh. Ja. Also, ne? Wir müssen den kostbaren Menschenkörper erarbeiten. Der entsteht nur, wenn wir uns des Leidens bewusst sind, dass wir aufhören, uns rauszureden. Ich bin noch nicht so weit, mein Karma ist noch nicht so weit, ich mache es im nächsten Leben, ich bereite mich vor, dass ich im nächsten Leben praktiziere. Das nächste Leben, wie Kanro Rinpoche so schön gesagt hat, und das logische Nachdenken und Überprüfen und die ganzen Texte, die ich gelesen habe. Die meisten Buddhisten im Westen werden im nächsten Leben nicht als Menschen wiedergeboren. Selbst wenn sie einen besonderen Menschenkörper haben. So ist es einfach. Und dann nützt es uns auch nicht, wenn wir in der Gegenwart Karmapass gewesen sind. Diejenigen, die eine Chance haben im nächsten Leben, als Mensch wiedergeboren zu werden. Das ist mir auch erst in den letzten Monaten klar geworden. Zum Beispiel der, dass er unser Amtsdirektor, Herr Stege, hat Karmapa hier getroffen. Da ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass er im nächsten Leben als Mensch wiedergeboren wird. Der neben ihm saß, der Ortsbeirat, auch. Die meisten Buddhisten drucken sich und malen sich so eine richtige Freikarte für Höllenbereiche. Das ist so. Weil wir einfach den Umstand, wir glauben an den Buddhismus, wir prüfen ihn nicht. Und das ist das Verheerende. Wie ich vorhin schon gesagt habe, es gibt drei Dinge, die den Pfad der Lehre des Buddhas zerstören. Glaube, Zögern und Zweifeln. Jegliche Art von blindem Vertrauen ist Glauben. Zögern ist, oh, naja, ich habe ja noch Zeit und ich habe ja so viele Lehrer getroffen, ich habe so viel Verdienst angesammelt, dann werde ich im nächsten Leben dann eben in der Nähe der Buddhisten wiedergeboren. Nee, der Witz ist, wenn wir denen begegnet sind, haben wir von unserem Konto abgebucht, nicht raufgebucht, sondern abgebucht. Das ist ja dann vorbei. Wir sind dem berühmten Lehrer begegnet. Um dem berühmten Lehrer zu begegnen, müssen wir ganz viel Verdienst ansammeln. Also begegnen wir ihn, haben wir eine Minus auf unserem Konto. Es ist nicht so wie eine Bank, die Schulden aufnimmt und die Schulden ins Plus reinmacht. Das klappt bei uns nicht. Ne? Also deswegen haben wir dann Minus. So. Also glauben, zweifeln und zögern. Das macht es unmöglich. Dann müssen wir drei weitere Dinge, müssen wir komplett vermeiden. Wir können diesen Pfad nicht gehen, wenn wir damit versuchen, unseren Lebensunterhalt zu verdienen, Geld damit zu verdienen. Wenn wir versuchen, Anerkennung damit zu bekommen oder Ruhm haben zu wollen, also Macht, Macht, Anerkennung und Geld anzusammeln. Diese drei, Glauben, Zweifel, Zögern, Macht, Anerkennung und Geld. Wenn wir diesen drei verfallen sind, ist es unmöglich, einen Dharma-Pfad aufzubauen. Und der nächste Schritt, der steht auch in den Texten drin, was es uns unmöglich macht, auch Verdienst anzusammeln, damit wir einen kostbaren Menschenkörper erlangen können, sind die acht weltlichen Dharmas. Wenn wir hinter Ruhm, Anerkennung,
Glück und Gewinn hinterher sind und scheißende Angst haben, verleumdet, getadelt zu werden, vor Unglück Angst haben und vor Verlust Angst haben. Wenn wir in diesem Spannungsfeld dieser 4 auf der einen Seite und der 4 der anderen die ganze Zeit hin und her gerissen sind, ist es nicht möglich, geistige Befreiung zu erlangen. Da können wir machen, was wir wollen. Da funktioniert gar nichts. Denn dann machen wir das, was Samsara ja eigentlich schon macht. Die Welt des Leidens macht das sehr ständig, dass sie in der Ruhm und Gewinn her ist und versucht, Verlust und Verleumdung zu vermeiden. Also, versucht euch zu merken, wollt ihr wirklich geistige Befreiung erlangen? Glauben, Zweifel und Zögern weglassen. Niemals irgendetwas in der Dharma-Praxis zu machen, Anerkennung, Macht und des Geldes wegen, des Reichtums wegen oder eines bequemen, schönen Lebens wegen, das deswegen zu machen. Na, wenn man so das Gefühl hat, ach Mann, ey, mein ganzes Leben lang war ich immer hier scheiße, alle Leute haben auf mich herabgekickt, naja, dann werde ich einfach Mönch und dann werde ich verehrt. Und glaubt ja nicht, dass ich das einfach aus dem hohlen Bauch raus erzähle, sondern ich kann euch die Geschichte erzählen von dem Mann, der hat das mir selber erzählt. Er war so 2,5, 3 Jahre lang, war er in Asien Mönch, als Europäer. Und ihr könnt euch vorstellen, dieser Europäer wurde auch besonders verehrt, weil er als Europäer in dieses Land gegangen ist und dort dann Mönch war. Er wurde von Hacke bis Nacke verehrt. Das macht man so in Taiwan und in Myanmar und Ceylon und sicherlich auch in der tibetischen Gesellschaft werden Mönche und Mönche, zum Teil auch Nonnen, werden verehrt. In dem Fall ging es um einen Mönch. Und dieser Mönch, irgendwann hat er gedacht, ja, jetzt bin ich schon lange genug da und jetzt kehre ich zurück in mein Heimatland Deutschland, ohne jetzt, dass er mir jetzt gesagt hat, was seine Motivation war, sondern meinte, er kommt zurück. Das Erste, was passiert ist, er kommt am Flughafen an, niemand nimmt ihn überhaupt wahr. Davor ist er mit der Robe da überall von allen wahrgenommen worden, verehrt worden. Die haben ihm Gaben dargebracht, die haben die Füße mit den Händen in den Kopf und dann die Füße so berührt, ne? Verehrung. Und jetzt kommt er zurück, dann muss er erstmal 2, 3 Jahre in Therapie gehen. Versteht ihr? Derjenige hat nicht diesen Pfad aufgenommen, um den Pfad des Buddhas zu gehen, das Leiden zu überwinden, sondern etwas Besonderes zu sein. In den 80er Jahren hatten wir einige Personen bei uns, die haben die Robe genommen, und zwar in einer Euphorie. Eine Person hat genommen und dann haben die anderen gesagt, ach, ich nehme es auch, ich nehme es auch. Die Motivation war nicht, das Leiden zu überwinden. Sie waren dann bei uns in der Einrichtung und fühlten sich jetzt so nicht mehr dafür zuständig, ja, genau, sie fühlten sich nicht mehr dafür zuständig, dass man, was man so macht, sauber, ordentlich eben guckt, dass man alles sauber hält und so weiter. Man war ja jetzt schließlich was anderes. Auch das ist ein Missbrauch. Es ist ein Missbrauch der Gelübde. Es ist ein Missbrauch der Lehre des Buddhas. Und wenn wir unsere Fehler, unsere Irrtümer nicht anerkennen, dann schließen wir uns Dingen an, die uns in den Ruin bringen. Aber weil wir hier nur, und das ist das Problem, wir im Westen glauben, zweifeln und zögern. Wir denken, naja, vielleicht, aber die Tibeter übertreiben. Also so schlimm ist das mit den Höllen gar nicht. Ich kannte eine Frau Mitte der 80er Jahre, die sagte, ja, ich mach das jetzt und wenn ich in der Hölle lande. Da habe ich gedacht, Mann, ey, du weißt doch gar nicht, wie schlimm die Höllen sind. Kan Rinpoche sagte mal, wenn ihr nur mal 10 Sekunden die Leiden der Höllen erfahren würdet, nur 10 Sekunden, ihr würdet sofort besinnungslos umfallen, weil euer Körper die Schmerzen überhaupt nicht aushält. Das Problem ist, wenn du in so einer Hölle bist, sorry, da kippst du nicht um. Und dann hast du die Schmerzen die ganze Zeit. Und du kämpfst dagegen. Und je mehr du dagegen kämpfst, je mehr werden die Schmerzen. Ist so, als wenn du quasi in Stacheldraht eingewickelt bist
Und du willst da nicht drin sein und du bist aber sauer. Und je mehr du dich ruckelst, je mehr reißt es dein Fleisch rein. Deswegen, wir haben die größte Chance, die uns jemals begegnet ist in Europa, einen kostbaren Menschenkörper zu erlangen. Es liegt in unserer Macht, in unserer Hand, ob wir eine Chance überhaupt haben, diesen Körper zu verwirklichen, diesen kostbaren Menschenkörper. Den Pille-Palle-Körper, okay, den haben wir seit anfangsloser Zeit. Den Besonderen hat immer die Fahrkarte in die Hölle, weil der Missbrauch der Lehre des Buddhas, weil an der Lehre des Buddhas gibt es so viele Wesen, die wollen, dass wir diesen Pfad gehen, und wenn wir diesen Pfad selbst zerstören, dann treten die uns auch noch in den Hintern. Die sind in ihren störenden Gefühlen gefangen. Man kann von den, wenn wir schon kein Mitgefühl haben, dann zu erwarten, dass die anderen dann, wenn wir Scheiße bauen, mit uns mitfühlend umgehen, ist doch widersinnig. Wenn wir hier sagen, ne, hier heißt es im Bodhisattva-Gebet, heißt es, mögen alle Wesen das Glück und die Ursache des Glücks haben. Mögen sie vom Leiden und der Ursache des Leidens frei sein. Mögen sie nicht vom wahren Glück, welches ohne Ursache ist, getrennt sein. Mögen sie in großem Gleichmut verweilen, frei von Verhaftung, was man mag, und Abneigung, das, was man nicht mag. Also wir wünschen ständig den, aber das Wünschen bedeutet, okay, Nachbar, ich trete dir nicht mehr in den Hintern. Ich zähme meinen Geist. Ich lerne meinen Geist. Ich ziehe Konsequenzen. Also, wenn wir einen kostbaren Menschenkörper haben wollen, müssen wir verstehen, was es bedeutet, nicht einen kostbaren Menschenkörper zu haben. Zum Beispiel die Mäuse, die hier rumgetanzt sind und sich die goldenen Bonbons genommen haben. Und du hast da eins hingelegt, ne? Warst du das nicht? Da hat jemand, ja, ja. Es war halb angeknabbert schon von der Maus. Ja, das lag hier irgendwo anders im Lager. Ja, ja, genau. Ich habe es nicht von mir aus hingelegt. Also, ne, auf jeden Fall lagen hier, ne, die Mäuse haben dann aus dem einen Behälter, haben sie die, ne, die Maus kann dieses Bonbon essen. Wir könnten diese Maus sein. Es kann sein, dass es hier eine Dharma-Einrichtung ist, dass die Mäuse eine Wiedergeburt von Mönchen oder Nonnen aus früheren Jahrhunderten sind, in den Geist um die Welt getrieben hat, die damals schon von den Gaben eines Buddhas gelebt haben, für die sie nicht hätten eben diese Gaben nicht nehmen dürfen. Wir wissen es nicht. Aber definitiv ist es, und das wird gesagt, all diejenigen, die von den Gaben des Buddhas leben und nicht nach der Lehre des Buddhas leben, also diejenigen, die die Gelübde haben, sie werden, in einem Fall wird es beschrieben, ich glaube, 2 × 12 Millionen Äonen in Höllen leben. Ein berühmter Lehrer, der eben sagt, ganz viele Mönche, der sagt, die Mönche von dem und dem Kloster, die Hölle ist überfüllt von diesen ganzen Wesen, die, also Menschen, ehemaligen Mönchen, die eben in Höllen gelandet sind. Warum? Das ist ganz logisch. Wenn die Mönche nicht nach der Lehre des Buddhas leben, die Gelübde brechen, sie nicht bereuen, naja, dann sind diejenigen, die die ganze Zeit dem Buddha die Gaben dargebracht haben und kriegen damit, dass das dann eigentlich Tagediebe und Taugenichts, also es ist ja wie ein Diebstahl, das Essen der Sangha gegessen haben, obwohl sie, weil sie die Gelübde gebrochen haben, gar nicht mehr zur Sangha gehören, nur noch nach außen, dem äußeren Anschein nachher, als Sangha auftreten. Sie werden, ob sie wollen oder nicht, das kann man nicht verhindern. Das ist einfach so, arbeitet der Geist, so funktioniert der Geist, und man wird dann in Höllenzuständen wiedergeboren. All diese ganzen Höllen, die beschrieben werden, die heißen die kalten Höllen, die Hungergeister, wie die Hungergeister leben, wie sich alles verwandelt. Und da sollte ich nochmal daran erinnern, es gibt ein Buch über die Höllenzustände, die ein Amerikaner im Nahtoderfahrung gehabt hat, wo der Buddha der Hölle ihn abgeholt hat und ihm die Hölle gezeigt hat,
wie die verschiedenen Formen von Leiden sind. Und sie sind nicht alle deckungsgleich. Ne? Zum Beispiel, dass man dann sagt, die Höllen, die er gesehen hat, waren entsprechend die Höllen, die er auch dann von Menschen her kennt. Zum Beispiel von einem Atheisten, der gestorben ist. Ne? Wie der Atheist, als er gestorben ist, in seinem eigenen Geist die Höllen gebaut hat. Wir denken, dass diese vier grundlegenden Gedanken, die vier edlen Wahrheiten, der achtfache Pfad, das ist alles, das kennen wir, das ist ganz schnell abgehakt. Ja. Wie muss man sich denn das vorstellen? Er baut sich seine eigenen Höllen. Ach, das kann ich ja ganz einfach erklären. Also, pass mal auf, ich war ja ein richtiger Atheist, ne? Ich habe ja an nichts geglaubt. War ja klar für mich, wenn ich sterbe, dann ist der Film zu Ende. Das war so meine Vorstellung. Jetzt jage ich mir die Kugel durchs Hirn, poff, fall um und denke, der Film ist aus. Was meinst du, was passiert, wenn der Film nicht aus ist? Dein Körper ist kaputt und dein Film hört nicht auf. Deine störenden Gefühle von Zorn, Wut, Hass, die hören damit nicht auf. Und dann merkst du, wie deine Wut und Ärger auch kommt. Jetzt habe ich mich umgebracht, so eine Scheiße, was mache ich jetzt? Und dann wird Wut und Zorn und Hilflosigkeit und Angst projizieren all diese Wahnvorstellungen, die alles, was ich mir denke, wie im Traum, sind dann aber so, aus dem Traum kann ich sagen, Horst, wach auf, wach auf. Aber bei so einer Hölle, wenn jemand ein Atheist ist, wenn jemand nicht glaubt, und er denkt, danach ist alles vorbei. Es geht nicht darum, Gott glauben, sondern es geht einfach nur darum, geistig zu verstehen, dass mit dem Ende des Lebens der Film nicht aufhört. Und wenn wir uns das nicht bewusst machen, dann kommen all unsere Störungen, Gefühle sind siebenfach stärker, als wir sie jetzt haben. Also wenn ich jetzt als Atheist, wie ich damals so war, ich wollte mich mit 23 Jahren vor die U-Bahn schmeißen. Am Zoo, Zoologischer Garten in West-Berlin. Ich habe dann gedacht, ja, ich suche mir dann auch noch gleich genau die beste Zeit aus, wenn die Leute von der Arbeit nach Hause fahren. So, damit ich so richtig einen strahlenden, spritzigen, tollen Abgang habe, wo noch richtig schön viele was mitkriegen. Ne, so mal so richtig wie eine Rakete, rums zum Ende explodieren, so, nicht? Ja. Das war so die Vorstellung vom Atheisten Brummi. Und dann bist du gestorben und wieder auferstanden. Also, ich bin nicht gestorben und wieder auferstanden, wie man das aus den hinteren Reihen hört. Nein, ich habe Anlauf genommen, wollte springen und dann hat aus welchem Grund auch immer eine Energiewelle mich zurückgestoßen. Ich habe niemals ergründen können, was es ist, wer es ist oder wer daran für verantwortlich ist. Und dann stehe ich dann da und sage, Scheiße, noch nicht mal umbringen kann man sich. Hattest du zu dem Zeitpunkt schon Kontakt mit dem Dharma? Okay. Also wenn ich mit dem Dharma, wenn ich so damals den Karl Rinpoches Unterweisung gehört hätte, dann wäre ich ja nicht auf die Idee gekommen. Aber ich hatte ja sowas nicht in der Hand. Ich kann ja sagen, Karl Marx und das Kapital und Marx und Engels und Lenin und Stalin und Enver Hoxha, dann die Trotzkisten und so, ne? Das hatte ich alle in der Hand. Das kann ich dir sagen. Ne? Buginfo, Radikal. Diese ganzen Bibeln, die kannte ich alle. Doch. Ja. Ne? Und da war einfach, ne? War einfach nichts funzt, nichts klappt. Also bringst du um, hast du endlich Ruhe. Wenn die ganze Scheiße nicht mehr so rum erlebt habe, ne? Die, keine Familie glücklich, nirgendwo, irgendjemand, irgendwas, wo man sagen konnte, ja, oh ja, dafür lohnt es sich zu leben. Nichts, nada, gar nichts. So, naja, okay, hat nicht geklappt, merkt er ja, deswegen setze ich noch hier. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist, viele Menschen, die sich umbringen, ne, und das ist auch ein Zeichen, dass ich mich umbringen wollte, welches Diamant, nein, nicht ganz, aber welches harte, feste, das Ego, wie egoistisch ich gewesen bin. Also die Vorstellung bringe ich um, dann hat sich das Ganze. Und mein Neffe, der hat einfach gesagt, ja, ich bringe mich jetzt um, aber ich werde mir ein
Denkmal in der Familie verpassen. Er hat sich am Geburtstag seines Bruders umgebracht. Ne, ganz oft sind Leute, die sich umbringen, sind so stark egofixiert, dass sie meinen, sie müssen es auf diese Art tun. Ja. Und das ist, und dann stirbst du. Dann hört der Film aber nicht auf. Die Probleme gehen weiter. Das heißt, welche Probleme gehen weiter? Die störenden Gefühle, nicht die äußeren Objekte. Und alles, was im Äußeren erscheint, sind nur so wie im Traum unsere Albträume. Und wir werden nicht wach. Wir wachen nicht auf. Das ist das Problem. Aber wir glauben ja nicht an die Höllen. Wir müssten sicher sein, dass es Höllen gibt. Wie kommen wir dazu, festzustellen, dass es wirklich Höllen gibt? Beobachtet euren eigenen Geist. Seht, wie das war, als ihr richtig zornig wart, eifersüchtig wart, hilflos, beleidigt, Trauer, Wut, alles. Das, was wir in diesem Leben hatten. Überlegt mal, wie schmerzhaft das ist. Und jetzt stellt euch den schlimmsten Zustand, den ihr in diesem Leben gehabt habt. Stellt euch den 7-fach stärker vor. Da würde jeder von uns kotzen. Das ist das Problem. Wir glauben immer, es hat keine Auswirkung. Wir glauben nicht, dass es, wir haben kein Vertrauen, ich sage auch Glauben, nein, wir haben kein Vertrauen, dass das Gesetz von unseren Wirkung gibt. Dann sagen wir uns, ne, viele sagen, das kann man ja gar nicht beweisen. Sag ich ja, natürlich können wir uns das Gesetz von Ursache und Wirkung beweisen. Fliegt man mit dem Flugzeug von Deutschland in die USA und auch mitten über dem Atlantik sagt ihr dann auf einmal, Mann, das ist hier eine Bombenstimmung, ich habe eine echt die fette Bombe hier. Das ist nur ein ganz bisschen Klang. Ich habe eine fette Bombe hier im Flugzeug. Das ist eine Bombenstimmung. Überlegt mal, das ist doch nur ein bisschen Klang. Wie viel Leiden wird das hinter sich reißen? Die Leute im Flugzeug geraten in Panik. Der Sheriff versucht, dich zu neutralisieren. Die versteckten Sheriffs da so. Ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber gab es mal eine Zeit lang. Um Entführungen zu. Ne? Oder man sagt, ach, das hier ist jetzt ein Hijack. Ne? Oder wie war das? Es gibt ja, Hijacking ist Flugzeugentführung. Genau, Hijacking, ne? Hijacking, genau. Hijacking, nicht Lowjacking, Hijacking. Ne? Vielleicht auch Skyjacking. Ja, ne? Ja, dann hat das Folgen. Stell dich auf dem Flughafen am BER und ruf, zieh dir schwarze Klamotten an und schrei ganz laut Allahu Akbar. Ist in der Moschee vollkommen harmlos. Wenn du Allahu Akbar rufst, in Kreuzberg oder Neukölln, überhaupt kein Problem. Mach das Gleiche auf dem Flughafen. Schwarze Klamotten an. Am besten noch einen Schleier drüber. Dann hast du echte Probleme. Ja, ich habe doch nur das gesagt. Wir müssen verstehen, so funktionieren Höllen. Wir machen eine kleine, leidvolle Handlung und denken, es passiert ja nicht viel. Und es hat verheerende Folgen. Einfach den Körper hier zu zerstören, na und? Dann ist er doch kaputt. Na und? Danach ist doch alles vorbei. Nein, das ist das Problem. Wir verschaffen uns über Höllen, wir verschaffen uns über Wiedergeburt keine Sicherheit. Wir glauben, die meisten, ich würde sagen 99,5% der westlichen Buddhisten glauben an die Wiedergeburt. Sie haben sich bis heute keine hundertprozentige Sicherheit verschafft. Würden sie es mich tun, dann würde ihnen wirklich der Arsch brennen. Die würden alles daran setzen, die eigene Zukunft zu bestimmen, zu sagen, okay, also wenn es Wiedergeburt gibt, dann muss ich alles daran setzen, dass ich in zukünftigen Leben nicht in Leidenssituationen reinkomme. Dann muss ich alles daran setzen, dass ich die Ursachen des Leidens aus meinem eigenen Geist eliminiere. Ausnahmslos. Das ist, wenn man weiß, dass es Wiedergeburt gibt. Wenn man glaubt, dann macht man 6 Wochen oder 4 Wochen in der Türkei Urlaub, also kennt ihr mal früher damals, ne? Ich mache dieses und jenes, ne? Und ich kann mir, wie sagt man,
Ja, Kurzweil. Ich kann mir richtig Kurzweil zu erlauben, wochenlang gar nicht über die buddhistische Lehre nachdenken, achtlos in den Tag hineinleben. Ich kann, zuerst gebe ich vor, ich mache immer irgendetwas, dann mache ich es nicht mehr. Ne? So zum Beispiel, wenn wir sagen, wir nehmen Zuflucht zum Buddha, zur Lehre und zu seiner Gemeinschaft, dass wir dann auf einmal nicht mehr Zuflucht nehmen, zwar verbal das noch ausdrücken, aber wir nehmen Zuflucht zu unseren Neurosen, wir nehmen Zuflucht zu unseren Vorstellungen über uns selbst, wie weit fortgeschritten wir sind und so weiter. Das kenne ich seit Jahrzehnten. Ist das das, was ich immer beobachte? Ne? Ich hatte vor kurzem so eine kleine Auseinandersetzung und sagte, Horst, warum redest du immer über das, was in der Vergangenheit ist? Es ist doch jetzt, ist es doch. Da sage ich, ja, die Vergangenheit bestimmt das, was wir jetzt erfahren. Warum kommen so wenige Lehrer noch in den Westen? Ich sagte, in den 80er Jahren, die Türklinke vom Meditationsraum ist nicht kalt geworden. So häufig sind Lamas und Rinpoches ins Karma Tenjalin gekommen. Und dann nicht nur ins Karma Tenjalin, dann parallel dazu gab es da noch Zentren wo von anderen Traditionen. Also über das Jahr gesehen war eigentlich die ganze Zeit war Europa angeheizt, nicht klimaangeheizt, sondern geistig angeheizt durch die Präsenz und Anwesenheit von Buddhas und Bodhisattvas. Und was haben wir daraus gemacht? Zentren gegründet, die in hohen Schulden drin stecken, Zentren in Seminarhäuser umgewandelt, buddhistische Einrichtungen zur Unterabteilung der Psychiatrien entwickelt. All das haben wir gemacht. Und das ist das, was das passiert. Die Frage, warum das ist, ist das so passiert? Ja, das ist unser Karma. Karma ist nicht etwas, was vorbestimmt ist. Karma ist unsere Entscheidung. Es liegt in unserer eigenen Hand, was wir erleben oder was wir erfahren. Es ist unsere Entscheidung. Niemand anders kann uns diese Entscheidung abnehmen. Wir entscheiden, was passiert. Und ganz einfach, ne? Ich erinnere mich zum Beginn meiner Begegnung mit der Lehre des Buddhas. Das Erste, was ich so mitgekriegt hatte, war, dass es da was ganz Tolles gibt, das Tantra-Zentrum in der Oranienstraße. Und dann sage ich, naja, und dann ging es, ja, das ist eben Buddhismus. Und dann sagte ich, naja, also Buddhismus, ich habe Pali-Kanon-Buch gelesen, Übersetzung, also Buddhismus reißt mich nicht vom Hocker. Da kriegst mich nicht hinterm Ofen vorgelockt. Und dann ist ein Buch eben von Carlo Rinpoche, die Unterweisung der Diamantweg, und da hat er die vier grundlegenden Gedanken, wie Leiden entsteht und dass der Buddha gesagt hat, man soll alles selbst überprüfen. Das war sehr kurz und sehr gut zusammengefasst und dafür bin ich Hanna und Ole Nüder noch dankbar, dass sie das damals, dieses Buch, ermöglicht haben. So ein dünnes Buch, aber sehr kurz zusammengefasst. Und das Schöne daran war, dass man jeden einzelnen Schritt überprüfen konnte, ob es so ist. Also die Entscheidung wurde der kostbare Menschenkörper beschrieben, wobei ich gar nicht so sehr daran gedacht habe, selber diesen ganz kostbaren zu haben, sondern einfach nur zu verstehen, wenn wir einen Menschenkörper haben, können wir bewusst mit unserem Geist arbeiten. Wie gesagt, okay, ist nachvollziehbar, ohne das jetzt tief zu verstehen. Es ist nachvollziehbar, dass alle Dinge, die zusammengesetzt sind, sind vergänglich. Alles, was kommt, geht wieder. Wie Trungpa Rinpoche sagte zum Tod des 16. Karmapa, sagte er, alles, was hochkommt, fällt wieder runter. Das ist die Vergänglichkeit. Karmapa ist geboren und dann fällt er wieder runter und dann fällt er weg. Das ist die Gesetzmäßigkeit der Existenz, in der wir leben. Kaum geboren, steht das Todesdatum eigentlich theoretisch, ne, durch unsere Eindrücke, die wir haben, durch unsere Handlungen werden wir irgendwann sterben. Manche sterben ganz früh, manche ganz spät und viele im Zwischenraum, zwischen früh und spät. Dann das Gesetz von Ursache und Wirkung.
Und das können wir ganz einfach überprüfen. Wenn ich gemein zu euch bin und ihr habt viele Freunde und ihr erzählt den Freunden, ja, der Horst war gemein, dann kriege ich mehr zurück als die Gemeinheit, die ich euch ausgeteilt habe. Viel mehr. Wenn ihr viele Freunde habt. Habt ihr keine Freunde, habe ich Glück. Habt ihr schwache Freunde, habe ich noch mehr Glück. Aber ich weiß nicht, ob ihr starke oder schwache Freunde habt. Denn wir selber kennen gar nicht, wie viele Leute, die wir wesen, die schwach oder stark sind, die hinter uns stehen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, welche Freunde wir noch haben aus früheren Leben, die hinter uns stehen und welche, die uns am liebsten in den Abgrund jagen wollen. So. Und dann ist Karma, ist das Gesetz von Ursache und Wirkung, gegenseitiges, abhängiges Entstehen. Will ich kein Bayerisch hören, kann ich eben einfach nicht nach München ziehen und nicht nach Bayern ziehen. Ganz einfach. Und geht mir der Hamburger Dialekt auf den Sack, dann bleibe ich eben in Berlin. So. Gesetz von Ursache und Wirkung. Gehe ich nach Hamburg, dann muss ich damit leben, dass die alle da ihren Platt da quatschen. Und gehe ich nach München, dann habe ich das Münchner Bayerisch und gehe ich dann ein bisschen hier nach Seeshaupt oder ich weiß nicht, wo man sonst dann noch so in München gehen kann. Und dann habe ich das Bayerisch. Und dann geht man die Berge hoch und dann hast du das Bayerisch, was keiner mehr versteht. So. Das ist die Entwicklung. Das ist gegenseitiges, abhängiges Entstehen. Ich bin nicht schuld, dass die Bayerisch reden. Ich bin nicht schuld, dass die Hamburger Dialekt haben. Aber wenn ich da hingehe, bin ich damit konfrontiert durch meine Handlung. Und so können wir unser ganzes Leben durchdeklinieren, egal wo wir hingehen. Und ich habe das damals gemacht, als ich das erste Mal gelesen habe, dann habe ich wirklich tagelang immer wieder untersucht, Gesetz von Ursache und Wirkung, was hat mich dahin gebracht, wo ich da war. Und dann konnte ich zurückverfolgen bis in meine Kindheit, wo in meiner Kindheit ich Aussagen gemacht habe, die mein Leben geprägt haben, eine Entscheidung getroffen. Und dann das vierte heißt eben ganz einfach, egal was du versuchst in diesem Leben zu erreichen, es wird im Leiden enden. Basta. Versuchst du ein berühmter Künstler zu werden, irgendwann stirbst du, deine ganzen Kunstwerke, die anderen machen sich in Reibach draus und du selber kriegst nichts ab. Wenn du jetzt zu Lebzeiten ein ganz berühmter Künstler bist, du malst dann Bilder und machst irgendwelche Skulpturen und auf einmal kriegst du einen Flip und dann machst du ganz andere Bilder. Und dann kriegst du so viel Shitstorm ab, dass du wieder die alten Bilder malst, damit du die Kohle rankriegst und Anerkennung kriegst. Ja, einer, der es nicht gemacht hat, ein ganz berühmter, ist der Giacometti. Der gefällt mir das der Beispiel, auch weil der Name so schön auszusprechen ist. Giacometti klingt gut, ein Italiener, der eben am Anfang so 3,50 Meter hohe Bildnisse eines Menschen quasi gemacht hat, so mit ganz großen Füßen. Und dann hat er irgendwann mitgekriegt, nee, das ist nicht das Richtige. Und dann hat er seinen Galeristen gesagt, ja, also ich glaube, das wird nichts mehr mit uns und so. Also ich habe jetzt gerade einen anderen Durchbruch. Und er sagte, du, egal was, Hauptsache es ist ein Giacometti, also komm einfach an. Und dann sagte er so ungefähr, ich weiß nicht, ob es ganz genau so war, aber sinngemäß, soll ich dir einen Laster vorbeischicken, damit war die alle holen. Und sagte, nee, ich bringe die schon mit, Und dann kommt er dann in den Laden rein und hat so einen Beutel in der Hand und dann fragt dann der Galerist, naja, wo hast du denn jetzt alle deine Sachen, die draußen reintragen? Und dann kippt er auf dem Tresen lauter solche kleinen Giacomettis aus. Da war von der ganz großen Figur ist er auf einmal auf die Idee gekommen, eigentlich ist die richtige Größe dieser Figuren, sie so klein zu machen. Alles Original Giacomettis, aber er hat nicht mehr dem entsprochen, was die Leute die Vorstellung. Dieses Bild ist mir im Geist geblieben, war ich ja auch mal neben Terrorist, ich wollte ja auch mal Künstler werden. Und dann diese Vorstellung zu haben, du wirst dann Künstler und dann hast du eben richtig schöne Sachen und dann musst du Sachen machen, die Leute wollen und nicht mehr die Sachen, die du eigentlich machen willst. Oder du wirst ganz reich, hast zufälligerweise irgendeine Paris Hilton, findet so ein Knilch wie Brummi Plattfuß ganz toll, Und ich bin dann mit so einer Superreichnerin zusammen. Und dann fällt mir irgendeine Tasse runter und was sagt sie? Was machst du mit meiner Tasse? Na, dann bin ich zwar die ganze Zeit von Reichtum umgeben, aber da der mir dann nicht gehört und der Tasse dann runterfällt, dann kriege ich richtig Stress. Ich weiß nicht, ob Paris Hilton das macht, aber ich habe das mal erlebt, wo jemand, der sehr viel reicher, richtig im Verhältnis zu mir, richtig, richtig reich gewesen ist, dann irgendwas kaputt gegangen ist.
wie kannst du mir meine Sachen kaputt machen, ne? In einer Beziehung? Meine Sachen kaputt machen. Ne? Also ich hab mir dann vorgestellt, du hast eine Milliardärin, ne? Und die will dich eigentlich nur als Puppe vorführen, ne? So ungefähr. Ne? Und zu glauben an die ganz große Liebe, sind wir mal ganz ehrlich, bei der Selbsteinschätzung weiß ich, also so tief kann das ja nicht sein. Ja? Und dann hast du, ja, dann hast du den Stress, du hast ganz viel Geld. Oder du gewinnst ganz viel Geld. Sagen wir mal 76 Millionen im Jackpot hier, Euro beim Lotto. Du spielst mal Lotto und hast gedacht, machst dem lieben Gott einen Gefallen, dass er dir endlich mal den Wunsch erfüllt, 6 richtige im Lotto zu haben. Machst die Kreuze an der richtigen Stelle und dann gewinnst du 76 Millionen Euro. Jetzt stellt euch mal vor, wie euch euer Herzschlag hochgeht. Ne? Zu überlegen, was mache ich mit dem Geld? Wie kann ich es schützen, dass ich es nicht verliere? Wie viele, ich habe jetzt meinetwegen 3, ich habe dann 3 Freunde, ne? Und dann auf einmal habe ich 3000 Freunde. Und jeder will was. Alle halten die Hand auf. Rutzi, fatzi, futz, ist das Geld weg. Und dann bist du ärmer als vorher. Du hast die 3000 Freunde hast nicht mehr. Und deine 3 Freunde, die hast du natürlich vergessen. Die, innerhalb der 3000 hast du die 3000 vergessen. Dann hast du deine Freunde verloren. Und dann bist du ärmer als du vorher warst. Das habe ich durchdekliniert. Ich habe genau nachgeguckt, was irgendwelche, ja, irgendetwas zu erreichen. Nein, das ist ja, es geht ja darum, dass du kannst über Spenden dann nachdenken, wenn du eine Sichtweise hast. Aber sie einfach, warum sie der katholischen Kirche spenden, dem Roten Kreuz, Greenpeace, ne, BUND, Amnesty International, 76.000 Euro zu spenden. Warum? Ne, alle diese Organisationen waren mal aufrichtig, sind sie nicht mehr. Also wenn Amnesty International und Greenpeace von Soros finanziert werden, das steht fest, das ist bewiesen, ja, das kann ich auch ganz öffentlich auch sagen, ja, dann ist das eben so und dann weiß ich, das ist eben nicht mehr das, was es früher war. Ne? Also warum sollte ich das dann da spenden? So einfach ist das. Ne? Und so geht es mit ganz vielen Dingen, die wir haben. Du bist zum Beispiel ein ganz mächtiger Politiker. Ne? Dann wirst du gezwungen, einen Krieg zu machen, den du gar nicht willst. Oder du musst eine Gesetzgebung machen, weil das Land sonst auseinanderfällt, wo du dann sagst, ja, das und das ist jetzt verboten, was die Leute immer gemacht haben. Und es wird eingeschränkt und dann machst du dich unbeliebt. Aber eigentlich als großer Herrscher willst du ja gerne beliebt sein. Wie weit gehst du, um deine Beliebtheit durchzusetzen? Also all das beschäftigt. Das ist dann das Weltliche. Machtvoll, Reichtum, Anerkennung der Werke, die man produziert, ne? Bücher, Musikstücke. Ne? Ich glaube nicht, dass Beethoven und Mozart jetzt noch wissen, dass sie mal Beethoven und Mozart waren, dass sie das komponiert haben. Ob Schiller, Goethe und Heine und wie sie alle heißen, Tucholsky, ob sie sich alle noch daran erinnern, dass sie diese Werke geschrieben haben, diese, das alles gemacht haben. Ich bezweifle das. Und ich habe auch noch nicht gehört, dass es da irgendwo so ein Archiv gibt, ne, wo sich dann die Wiedergeburten von Tschaikowski, Chopin, Rondin melden. Ne? Ah, ich bin die Wiedergeburt von dem und dem, ich hätte jetzt gerne einen Anteil an dem Gewinn meiner Werke. Weg, ist alles weg. Das bedeutet Nachdenken. Das bedeutet Nachdenken, die Vergänglichkeit. Und da saß ich wirklich zu Hause. Ich habe das durchdekliniert. Wirklich. Ich habe jede dieser Dinge überprüft, ob es wirklich so ist. Als mir das dann klar wurde bei dieser Vergänglichkeit, ich habe jede Ambition verloren, reich zu werden. Ich hatte auch kein Interesse mehr, ob die Leute mich mögen oder nicht mögen. Ich habe da Wellen gehabt, dann mal mochten sie mich, dann haben sie mich gehasst, dann war es ambivalent. Dann waren sie gespalten, sollen wir ihn mögen oder sollen wir ihn hassen. All das habe ich durch. Und mir ist es egal, was die anderen denken. Es spielt keine Rolle. Denn sobald ich sterbe, entscheiden meine Handlungen um das, worum ich mich bemüht habe. Und das, wo ich mich eingesetzt habe. Bin ich den 8 Weltlichen damals gefolgt? Habe ich versucht, irgendetwas von diesen Dharma-Sachen
für mich selbst zu vereinnahmen, zu verkonsumieren. Und wenn ich dann irgendwann ins Gras beiße, ich möchte ohne Reue sterben. Ich möchte nicht das Gefühl hinterlassen, dass ich ganz genau weiß, da hast du, oh Mann ey, da hast du betrogen, da hast du die Leute verarscht, da habe ich keinen Bock. Das ist das, was ich durch die vier grundlegenden Gedanken gelernt habe. Und dadurch, ne, muss ich zugeben, ich bin sehr egoistisch. Ne, also ne, wenn jemand sich umbringen will und dann hat er es auch noch versucht, in der Hauptverkehrszeit zu machen, könnt ihr euch vorstellen, was für ein Ego ich bin. Euer Ego ist ein bisschen vielleicht schwabbeliger und nicht so egoistisch, sondern verwirrt egoistisch. Bei mir ganz straight. Von U-Bahn schmeißen und dann hat sich das Ding. Aber damit alle noch was mitkriegen. Also ich habe so ein richtiges Ego, so ein fettes Ego. Ne? Aber dieses Ego war verzweifelt. Ne? Bis mir dann die Lehre des Buddhas über den Weg gelaufen ist, in der Form vom Diamantweg, vom Vajrayana. In den Worten von Kalo Rinpoche. Der das einfach gesagt hat, Alter, guck mal, so sind die Dinge. Und überprüf, ob sie so sind. Stand da drin. Der Buddha sagt, überprüf alles in deinem eigenen Geist. Und dann habe ich das jeden Tag gemacht und dann gab es hier so zum Beispiel Zuflucht genommen beim Drikung Rinpoche, Lama Tsöner Mörfel Rinpoche, der damals in die Arbeitsstraße kam. Alle Leute erzählen, also ein Lama gibt es ganz, ganz selten, dass überhaupt ein Lama vorbeikommt. Also wenn du das jetzt nicht nutzt, wo willst du denn dann Zuflucht nehmen, also falls du den Pfad des Buddhas gehen willst? Also 6 Wochen vor meiner Zuflucht habe ich noch zu meinem Kumpel gesagt, also weißt du, mit Buddhismus, dem Fatalismus, ich nicht, kannst du sein lassen. Dann lese ich dieses Buch, überprüfe das und dann habe ich eben in einer Woche Zuflucht genommen. Und da hat der Lama Tsöner Mörfel Rinpoche zu uns gesagt, er sagte, wir sollten ein Mantra ganz oft, also wir haben 4 Ermächtigungen erhalten, 4-mal die Wortermächtigung, also Lung und Wang. Ermächtigung und Textübertragung. Und dann hat er gesagt, es wäre ganz gut, wenn wir ein bestimmtes Mantra sehr oft rezitieren würden. Und dieses Mantra, ich kann es auswendig, aber ich wollte nur nach der richtigen Zahl gucken, dass ich da jetzt nicht zu wenig oder zu viel oder was auch immer. Eben, das jetzt kommt. Das, ja, also, das Mantra heißt Theater Om Muni Muni Maha Muni Yesuha. Und da heißt es von diesem Mantra, das wussten wir damals nicht. Wenn man dieses Mantra einmal rezitiert, werden die leidvollen Taten von 80.000 Kalpas gereinigt. 80.000 Kalpas. Also ich bin Ego, richtig strong Ego. Ne? Und da bietet mir jemand an, ich könnte meine Schleier dadurch bereinigen. Also ich könnte Probleme mehr lösen, wenn ich dieses Mantra so oft rezitiere. Was hat Promi gemacht? Der hat immer, gib ihm Kette. Da habe ich also richtig immer wieder, es hat gedauert, ne, ich bin ja nicht so gut im Lernen wie ihr, bei mir geht es ja ein bisschen schwieriger, ne, als jemand, den sie auf die Kleppschule schmeißen wollten. Theater Om Muni Muni Maha Muni Yesuha. Ich habe das damals, ich habe es nicht gezählt, aber ich habe wirklich dann immer die ersten Monate, also wirklich das ganze Jahr immer wieder zwischendurch Theater. Und dann hörte ich auf einmal, es gibt da einen Text, der heißt die 100.000 Mantren. Ich glaube, das war das erste Mal, habe ich 1983 im November diesen Text irgendwie davon gehört und in die Hände gekriegt. Und dann blätterte ich so drin und da stieß ich auf ein anderes Mantra.
Namasavatatagata Vedaya Anagata Om Korum Ginisoha. Da habe ich das Mantra genommen. Da ist das Ginisoha. Ich verehre den siegreichen Herrn, dem Ozean ähnlich und seinem Gefolge. Das heißt dann auf Tibetisch, Chom Dende Jeva Jap Jam Zok Zok Tang Je Pa Nam La Chak Chalo. Und das Mantra heißt, Nama Sava Tata Gata Re Daya Ane Gata Om Korum Genisoha. Ich habe also so schnell wie möglich geguckt, dass ich das Lung von dem Text kriege. Das nächste Mal, ich glaube, der nächste Lehrer, der auftauchte, das war Trangor Rinpoche. Also haben wir Trangor Rinpoche den Text in die Hand gegeben und haben um ein Lung gebeten, dass er die Übertragung davon gibt. Und da heißt es nun, also wir hatten davor, hatten wir, was hatten wir, 8000? Wie viel Kalpas? Ja. 8000? 80.000. 80.000 Kalpas, so. Und hier heißt es, wenn man dieses Mantra einmal sagt, werden die leidvollen Handlungen seit 800 Millionen Kalpas gereinigt. Ihr könnt euch ja vorstellen, was ich mit dem Mantra gemacht habe. Gleichzeitig hatte das zur Folge, dass ich das dann auch in der Sangha so, na, wie ihr merkt, was ich immer denke, liegt auf der Zunge und dann liegt schon draußen. Und wenn es jemand auf den Fuß fällt, sorry, war nicht die Absicht. Aber auf jeden Fall haben die Leute dann zu mir gesagt, weißt du, Horst, also das ist furchtbar mit dir, du bist so berechnend. Ja, liebe Leute, wenn ihr sonst seid ihr berechnend, dass ihr jede billige Unterhose bei Woolworth kauft, ne, da guckt ihr auf jeden 5 Pfennig, ne, und wenn ihr im Dharma etwas geboten bekommt, was so unendlich viel, viel kostbarer ist. Ich glaube, man kann auch ohne Unterhose leben. Ne? Aber ohne Dharma ist das ein bisschen schwierig. Dann haben wir ein Problem. Man muss in der Dharma-Praxis, müssen wir extrem berechnend sein. Wenn wir nicht berechnend sind, wenn wir nicht überlegen, wie wir am tiefsten und intensivsten diese Schleier überwinden, dann ist es ziemlich blöd. Es gibt viele Leute, die ich kenne, die diese Texte rezitieren. Sie machen aber Folgendes. Sie rezitieren den Text und verbrennen den Verdienst. Sie rezitieren ihn und verbrennen ihn. Sie erzeugen keinen Verdienst. Warum erzeugen sie keinen Verdienst? Ja, weil sie sich nicht zu Herzen nehmen und weiterhin Leuten nachstreben. Ungefähr so, und zwar, weil sie nur dran glauben, sie zweifeln und zögern daran. Ihr Geist ist nicht darauf ausgerichtet. Das heißt, wenn ich wirklich weiß, dass das 8000 Millionen, ne? 8000 Millionen, also 8000 Millionen Kalpas, ne? Wenn ich mir nicht in meinem Geist die Vorstellung habe, dass alle meine leidvollen Handlungen der vergangenen Zeiten sich auflösen, wie der Nebel am Morgen im Sommer, wenn die Sonne scheint, der Morgennebel, die scheint drauf und der löst sich auf. Wenn ich nicht das Vertrauen darin habe, wirkt es nicht. Nur ein einsgerichteter Geist mit Vertrauen, da wirkt es. Und das ist eben auch, ne? Das ist das, was mich fast zum Wahnsinn treibt, ist, mit welcher Arroganz wir immer wieder denken, wir könnten an der Lehre des Buddhas etwas besser machen, als der Buddha es vorher gemacht hat, als es die Tradition vorgegeben hat. Und das ist wirklich etwas, ja, ein Kalpa ist ein Zeitalter, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Das kann man googeln. Also wenn ich schon sage, 8000 Kalpas ist eine lange Zeit, dann werden 8000 Millionen Kalpas
doch um ein gutes Stück mehr sein. Und dass ein Körper nicht ein Jahrhundert ist, dann hätte ich gesagt 8000 Jahrhunderte. Oder, ne, oder ja genau, 8000 Jahrhunderte hätte ich dann, oder 80.000 Jahrhunderte oder 80.000 Jahre gesagt. Da hätte ich nicht Kalpas benutzt. Ne. Kalpas, oder, das sind Äonen, das sind wahnsinnige Zeitdimensionen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Also die Lehre des Buddhas funktioniert nur, wenn der Geist eins gerichtet ist, wenn da Vertrauen ist. Sobald Zweifel und Zögern ist, löst sich alles auf. Da kannst du das rezitieren bis zum Umfallen. Es hat einen karmischen Schleier, also eine Funktion. Es passiert etwas karmisch. Das heißt, in der Zeit sagen wir nicht die ganze Zeit, du Arschloch, du Arschloch, du Arschloch, du Arschloch. Sondern wir sagen Theater um Muni Muni Mahamunisa oder Namasavatata Gattari Dayana Gattari um Kurumseha. Aber wenn wir kein Vertrauen haben, wenn der Geist nicht eins gerichtet darauf ist, dass es so ist, dann passiert nichts. Jedes Zweifeln und Zögern zerstört komplett die Zuflucht. Deswegen hat der Buddha gesagt, wir müssen es überprüfen. Wenn es überprüft ist. Ne? Weil ich sage, du, also pass mal auf, Peter, geh mal da raus, da draußen ist der Parkplatz, ja, ne, da ist der Parkplatz und da steht ein BMW. So. Und dann sitzt du hier und sagst, naja, Horst, ich soll da zum BMW gehen. Naja, also ich kann mir gar nicht vorstellen, dass der jetzt da einen BMW stehen hat. Und ganz bestimmt hat er auch nicht die Tür da auf. Nee, also das kann ich mir gar nicht vorstellen. Und dann, also ich habe die Erfahrung gemacht, der BMW steht da, ich habe ihn auch vorher noch gesehen, Kars hast du auch gesehen, ne? Kars hat ihn auch gesehen. Ne? Also, und derjenige, der Zweifel und Zögern hat, da haben wir das so, ne, wie ich das jetzt vor ein paar Wochen erlebt habe, da ging es darum, ob es Geister gibt. Eine Person ist zu Kanma Rinpoche gegangen und hat sehr wahrscheinlich ein Problem erzählt über Geister, die die Person irgendwo mal in Asien gesehen hat und hat gefragt, ja, welche Bedeutung das hat. Ja, und da hat Kanma Rinpoche gesagt, das sind alles eh nur Projektionen deines Geistes, die haben, das hat jetzt keine Bedeutung. Irgend sowas. Ne? Woraufhin sie dann schloss, es gibt überhaupt keine Geister. Sorry, ich muss sagen, ihr beide seid eine Projektion meines Geistes. Da ihr ja nicht wirklich existiert, kann ich ja euch Gegenstände gegen den Kopf werfen. Das ist einfach, dass wir nicht hinhören. Wir machen uns ganz schnell, legen wir uns einfach alles so zurecht, wie es uns passt. Und das ist, ne, die Leute, die westlichen Buddhismus machen, die sind ständig nur bestrebt, sich die Lehre des Buddhas uns angenehm zu machen, uns praktisch zurechtzulegen, wie wir glauben, wie es für uns gefällt. Und wenn wir, ne, zum Beispiel die Frage, ne, es geht auch um Übersetzungen. Ne? Ich habe jetzt ein Buch, an sich ist die Übersetzung, ich bin froh, dass das im Englischen erschienen ist und es ist auch ein ganz tolles Werk von German Control Notre Taille aus einem seiner Kostbarkeiten, die er gesammelt hat. Da geht es um die Mahasiddhas, um die Praxis der Mahasiddhas und da wird dann auch ein quasi ein Einweihungstext ist dort übersetzt und da wird dann gesagt, ja, in der einen Hand, in der linken Hand hat sie auf Herzenshöhe, hält sie zwischen Daumen und Zeigefinger eine, ich glaube, Uptala-Blüte oder so, ich kann mir den Namen nicht merken, also so eine Blüte. Ha? Ringfinger. Ringfinger, ist das, was habe ich gesagt? Ich bin der Zeigefinger. Du bist der Zeigefinger? Ja, ja. Also, Ringfinger und Daumen. So. Also, ja, ich meine diese beiden. Ja, genau die beiden meine ich. So. Und zwischen Zeigefinger und Daumen steht dann in der Übersetzung, hält sie auch eine Blüte. Und das stimmt nicht. Das steht auch nicht im Originaltext drin. Das weiß ich. Das ist, weil die meisten Bilder dargestellt werden, hat der Übersetzer gedacht, ach, die haben da das Wort vergessen. Die haben da vergessen hinzuschreiben, dass sie in der rechten Hand auch eine Blüte trägt. Die Tara, die grüne Tara trägt immer nur eine Blüte in der linken Hand und keine in der rechten Hand.
Und das ist das, wo wir denken, wir können irgendetwas hinzufügen oder ergänzen, wo wir nicht nachfragen, wo wir glauben, wir sind genauso, können Texte eben recherchieren, wie das Zhongjia Rinpoche macht. Wir legen uns Texte zurecht. Und dann wundern wir uns, dass wir Probleme kriegen. Schützer treten uns in den Arsch. Wir kriegen Probleme. Es gibt kein Problem, was wir normalerweise, wenn wir mit Vajrayana zusammen sind, werden wir eigentlich auf eine Art übergossen von glücklichen Umständen, aber mit ganz vielen Schwierigkeiten im Leben. Das widerspricht sich nicht. Das eine ist, dass wir umpempert sind, dass wir von dem einen Segenssituation in die andere hineinstolpern und wieder in eine Segenssituation und wieder in eine Segenssituation. Aber unsere persönlichen Dinge, Schwierigkeiten, mit denen wir konfrontiert werden, die nehmen exponentiell zu. Warum? Weil der Prozess des Tantras bedeutet, dass ganz viele Verknickungen, karmische Strukturen, die da sind, brechen auf. Wir werden konfrontiert mit unseren schweren Gefühlen. Und das versuchen wir zu negieren. Wir sind der Meinung, ganz viele im Westen sind der Meinung, wenn wir Tantra hören, Tantra verändert uns von außen nach innen, so wie der liebe Gott. Man geht in eine Kirche, lässt sich segnen und der liebe Gott wird es schon richten. Der liebe Buddha wird es richten. Der liebe Buddha hilft uns nur, etwas lockerer zu werden, dass sich die verklebten Kanäle öffnen und dass dann Klarheit entsteht. Wenn im Prozess der Dharma-Praxis Depressionen, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung und all das entsteht, dann passiert das, weil wir uns nicht an die Regeln halten. Ganz einfach. Der Vajrayana hat ganz klare Regeln, hat ganz klare Dinge, wie sie ablaufen, und das ist das, was wir im Westen nicht akzeptieren wollen. So, ich würde jetzt gerne eine Viertelstunde Pause machen, wenn das in Ordnung ist. Ich möchte nämlich an diesem Thema heute trotzdem noch weitermachen. Die Pause ist vorbei. Wir haben die ganze Zeit, und wie ihr gemerkt habt, ich habe ziemlich vehement geredet. Mich wühlt das Thema kostbarer Menschenkörper immer sehr stark auf, in dem Sinne, dass es für mich wahnsinnig wichtig ist, dass wir wissen, was ein kostbarer Menschenkörper ist, dass wir uns bewusst machen, dass wir die Chance, die wir jetzt in diesem Leben haben, sie wird in dieser Art und Weise, bis uns das mal wieder begegnet, in dieser Konstellation, wird also mindestens, 100 Millionen Kalpas? Zwischen der Aktivität von Buddha Shakyamuni und der Aktivität von Buddha Maitreya vergehen mindestens 2000 Jahre. Dann wird sehr wahrscheinlich die Aktivität von Buddha Maitreya auch vielleicht 5000 Jahre dauern. Und dann werden wieder 2 bis 3000 Jahre vergehen, bis dann der Buddha mit dem Löwengebrüll gleiche Buddha erscheint. Und erst dann wieder kann man diese Praktiken machen, die wir jetzt machen können. Die Praxis, die man in der, später bei Buddha Maitreya macht, da wird es einige Äonen dauern, bis man Befreiung erlangt. Mit dieser Praxis des Vajrayanas können wir in einem einzigen Leben Befreiung erlangen. In einem Leben, nicht in vielen hunderten Leben. Ja. Was heißt denn Befreiung? Befreiung bedeutet, dass du einen Zustand erreichst, dass du nicht mehr in niederen Daseinsbereichen wiedergeboren werden kannst. Du wirst dann zwar immer noch, ne, wie das so heißt, die 7 unreinen Bodhisattva-Stufen, vom 1. bis 7. Bodhisattva-Stufe gibt es immer noch Ego-Verschleierungen, aber du wirst nicht mehr als Dämon, also als Hungergeist, als Höllenwesen wiedergeboren, sondern du wirst immer in Situationen wiedergeboren werden, wo du eben nicht im tiefsten Leiden versinkst, und im Geist wird immer eine Art von Klarheit aufrechterhalten bleiben, dass dir so etwas nicht passiert. Besonders im Bardo
da merkt man dann, ob das eben da ist. Ne? Das zum Beispiel Naljopa, ne? Also Naljopas sind Praktizierende, die diesen Zustand erreicht haben, was bei uns jetzt so als landläufig, als Yogi gilt. Also ein Naljopa, der hat das Verständnis von dem, was Tantra wirklich ist, in seinem eigenen Geist gesehen, so kann man das sagen. Und da ist ein Zurückfallen in niederen Daseinsbereich nicht mehr möglich. Die Teilnahme, die wir im Westen ganz häufig haben an ganz ausführlichen Ermächtigungen, ist so, dass es Segenseinweihungen sind. Wir sind in der Regel nicht fähig, diese Praxis wirklich zu machen. Wir sprechen sie, so wie wir die Zuflucht sprechen. Wir haben keine Ahnung, was Zuflucht ist. Wir haben auch keine Ahnung, was eine Ermächtigung ist. Und dass ich das so dreist behaupte und diese Frechheit besitze, zu sagen, dass wir im Westen eigentlich nicht verstehen, was die Zuflucht ist, das, der beste Beweis ist diese Institution hier, dieses Karma Tenjeling. Diese Institution zeigt uns ganz eindeutig, dass es kein Verständnis von Zuflucht gibt. Wenn wir Zuflucht verstehen würden, der Platz hier wäre überrannt von Leuten. Sie würden so eifrig hier praktizieren, weil sie verstehen würden, dass sie in einer Notsituation sind. Sie würden verstehen, dass das hier die absolut beste Chance ist, in Deutschland überhaupt irgendetwas zu machen. Jetzt nicht, weil es Karma Kachi ist oder weil es Karma Pa ist, sondern weil es dieser Ort ist. Dieser Ort hat Attribute, die andere Dharma-Institutionsorte in Deutschland nicht haben. Also zum Beispiel die Geologie, die Anlage, die von der Geomantik, dass alle Elemente im Gleichgewicht sind. Ich erlebe immer wieder, und auch unser Handwerker sagt es immer wieder, er ist so beeindruckt von dieser Ruhe, die dieser Platz ausstrahlt. Es ist eine ganz tiefe, unbeschreibliche Ruhe, die findest du nirgendwo anders. Die Leute wollen aber, ne, die eben was so quasi mit dem Buddhismus machen, sie wollen dazugehören. Sie wollen eine Gemeinschaft haben. Sie sind, wie Kano Rinpoche sagt, loyale Buddhisten, keine Praktizierenden. Sie sympathisieren loyal mit dem Buddhismus, ohne ihn zu praktizieren. Und wenn man dem nur loyal ist und nicht praktiziert, dann hat man einen besonderen Menschenkörper, aber keinen kostbaren. Und mit einem besonderen Menschenkörper können wir keine Befreiung erlangen. Um Befreiung erlangen zu können, müssen wir den kostbaren Menschenkörper entwickeln. Wie entwickeln wir ihn? Dass wir wirklich Zuflucht nehmen. Also wirkliche Zuflucht nehmen bedeutet, es ist mir klar, dass all meine weltlichen Bestreben von Anerkennung, irgendwie, dass es uns wichtig ist, was andere über uns denken, wenn andere uns scheinbar beleidigen oder verletzen, dann ist es für uns nichts anderes als eine Nachhilfestunde in Geduld. Wir können uns freuen, wenn wir von anderen schlecht behandelt werden, dann wird jeder andere wird zu einem Lehrer für uns, zu einem jemand, der uns die große Chance gibt, unseren Geist zu trainieren. Aber die Erfahrung, die ich in den Jahrzehnten gemacht habe, dass so viel Beleidigtsein, so viel Verletztheit die Buddhisten untereinander haben. Sie haben ganz wenig Mitgefühl miteinander. Warum? Weil sie kein Mitgefühl mit sich selbst haben. Warum haben sie kein Mitgefühl mit sich selbst? Weil sie glauben, zweifeln und zögern. Warum glauben sie? Weil allgemein behauptet wird, der Buddhismus ist eine Religion. Warum ist es auch so, dass dann Lamas und Rinpoches und Linienhalter und Oberhäupter der tibetischen oder der Vajrayana und Tantra-Kulturen davon sprechen, dass sie sagen, das ist eine Religion. Das liegt daran, dass der Dictionary tibetisch-englisch übersetzt Chö als Religion. Aber wir müssen wissen, dass Religion bei uns nichts mit Chö zu tun hat. Es ist keine Lehre. Chö, Religion ist Glauben. Glauben an Regeln. Aber in der Lehre des Buddhas Chö, letztendlich die Lehre des Buddhas ist die Beschreibung der Wirklichkeit. Und sie zeigt Methoden auf, wie wir die Wirklichkeit im eigenen Geist erkennen können. Und wir sind alle intelligent genug. Ich sage immer, ein Hauptschulabschluss alleine reicht schon, um diese Dinge umzusetzen.
Wenn wir das natürlich nicht machen, ne, dann reicht selbst die höchste Professur, Professor, Doktor, Doktor, Professor, Professor, Doktor, Doktor, Academus, Cardinalus oder was auch immer. Tausende Titel reichen überhaupt nicht aus. Also die schaffen es nicht, näher ranzukommen. Es reicht der einfache, sachliche Verstand. Und mir ist vor kurzem etwas bewusst geworden, dass wir die intelligentesten Menschen finden wir eigentlich unter den Handwerkern. Und zwar aus denen, die eben viele verschiedene Handwerkssachen machen. Ganz einfache Menschen, die ich auf der Straße treffe, mit denen ich Worte im Laufe der letzten Jahrzehnte gewechselt habe. Ich habe mich immer gewundert, warum die eigentlich so klar im Kopf sind und ich das unter den Akademikern feststelle, wie viel Nebel und Verwirrung da im Eigengeist ist. Das liegt einfach daran, dass wir uns an Titeln unheimlich satt saufen und fressen, dass wir betrunken sind. Ne? Wir sind betrunken von der Bezeichnung, dass wir irgendetwas sind. Ja. Und deswegen kann ich sagen, wenn ich jetzt davon spreche, dass ich ein Yogi bin, Yogi ist kein Titel. Lama ist ein Titel. Rinpoche ist ein Titel. Linienhalter ist ein Titel. Ne? All das, ne? Geshes, Kempos, das sind Titel. Aber ein Yogi, ein Naljopa, ist kein Titel. Es ist einfach nur ein Zustand. Von dem einen bekloppten Zustand in den anderen. Oder sagen wir mal, von Milch zu Joghurt, von Sahne zu Butter. Man kann nicht mehr in den ursprungsbekloppten Zustand zurückfallen. Ne? Was Naljopa ausmacht, ist eben, dass er zwar immer noch Ego-Verschleierung hat, Gier, Zorn, Hass, Neid, Eifersucht, er ist aber kein Sklave mehr davon. Hat immer einen Abstand dazu, ne, und hat das im Griff. Die Wesen normalerweise, wenn sie das nicht haben, haben das nicht im Griff. Sie sind bemächtigt und ermächtigt von ihren Sklaventreibern, die eben die fünf Geistesgifte sind. Wenn wir das eben ernst nehmen mit dem kostbaren Menschenkörper, dann können wir ganz einfach in einem einzigen Leben Befreiung erlangen. Aber da eben Zweifel, Zögern und Glauben da ist, passiert gar nichts. Das ist auch mit den 100.000 Mantren. Ne? Ich kenne bestimmte Leute, ne, die schon seit Jahren das rezitieren und da passiert nichts. Gesprochen, verbrannt, gesprochen, verbrannt. Denn normalerweise müsste aus dem entstehen, gesprochen, und dann sofort innehalten, oh, wieso denke ich noch leidvoll über die Person? Warum sabotiere ich das? Warum kritisiere ich das? Warum erkenne ich nicht meine eigenen Irrtümer? Das müsste da rauskommen. Passiert aber ganz wenig. Ne? Und in manchen Fällen weiß ich gar nicht. Ne? Und deswegen sage ich nochmal, ne, der kostbare Menschenkörper, den wir brauchen, ist, dass wir Zuflucht nehmen. Für die ganzen vielen anderen Fähigkeiten, die wir quasi im Vajrayana brauchen, das ist ganz einfach. Aber wenn wir nicht erst durch das Tor des Leidens gegangen sind, dass wir wissen, okay, ich leide, ich kann morgen tot sein. Und ich werde alle Früchte meiner leidvollen Handlung ernten. Alle. Ausnahmslos. Dann beginnt die Zuflucht erst zu wirken. Dann entsteht, die Zuflucht ist nicht ein Ritual. Die Zuflucht ist, das sind nicht diese tibetischen Worte, sondern das ist, was dahinter steht. Das heißt, ich habe erkannt, ich bin am Arsch. Ich bin gefangen im Leiden. Ich habe keine Chance, je mein Leiden zu überwinden. In diesem Leben habe ich es. Aber bis ich in eine nächste Situation reinkomme, dauert, wenn dieses Schlachtschiff von Buddha Shakyamuni, der Vajrayana, dieses Schlachtschiff versunken ist, quasi die Wesen gar nicht mehr wissen, was das bedeutet und es nicht mehr anwenden, dann müssen wir mindestens, was war es, sagen wir 6, 9, 10, 10, 12 Millionen Jahre mindestens warten, bis wir dann die Chance haben, bei dem Buddha, der mit dem Löwengebrüll, dem Buddha nach Buddha Maitreya, denn der Buddha nach Buddha Maitreya lehrt wieder das Vajrayana.
zur Zeit Buddha Maitreyas wird nur Grundlagenbuddhismus und Mahayana erklärt. Und da ist es ganz, ganz schwierig, geistige Befreiung zu erlangen. Aber diesen Zustand zu erlangen, dass man nicht mehr zurückfällt. Wir können viel Verdienst ansammeln. Aber mit dem wirklichen Verständnis, was es bedeutet, ne? Was Tantrayana, was Vajrayana bedeutet, was müssen wir machen, um unser Leiden zu überwinden. Es ist einfach. Es ist komplett einfach. Aber wir glauben es nicht. Wir haben kein Vertrauen darin. Und deswegen sagen wir so beliebig, ne? Wie diese Nonne aus Hamburg mit dem Doktortitel zu mir sagte, der Buddhismus ist eine Religion wie jede andere, da kannst du glauben, was du willst. Und das machen tatsächlich 98% der westlichen Buddhisten, die mir über den Weg gelaufen sind. Sie alle, naja, das kann man doch so sehen. Ach nee, also ich sehe das dann so. Ne? Ach nee, nee, das brauche ich nicht. Ne? Wenn zum Beispiel in dem einen Fall fällt mir ein, sagte eine Frau, sie hatte ein Versprechen abgelegt, 3 Jahre eine bestimmte Praxis zu machen. Dafür, dass sie das Versprechen abgelegt hatte, hatte sie dann Zugang zu Ermächtigungen, die sie sonst nicht gehabt hätte. Dann hat sie gesagt, okay, ich mache das. Dann hat sie diese Ermächtigung erhalten und hat nach 3 Monaten aufgehört. Das können wir ja einfach machen. Natürlich können wir das machen. Aber wir müssen die Folgen davon auslöffeln. Und das begreifen wir nicht. Wenn wir etwas versprechen, dann müssen wir das auch halten. Wenn wir es nicht halten, dann sind die Wesen um uns herum sauer. Die treten uns irgendwann in den Arsch. Und wir merken gar nicht, wie schnell. Und dann denken wir, ach ja, ich wieder, mir geht's mir schlecht. Und dann hängen wir im Selbstgejammer drin. Der einzige Grund, dass es zwischen mir und den anderen einen Unterschied gibt, ist, weil ich ein echtes Ego habe, so ein richtiges Ego, so ein fettes Ego. Und dieses Ego sagt sich, ich will nicht mehr leiden. Gibt's da irgendwo, hinter irgendeinem Baum, hinter irgendeinem Berg, versteckt irgendwo einen Ausweg aus dem Leiden? Dafür muss ich erstmal schwarze Magie feststellen, dass es etwas mehr gibt als Materie. Da habe ich festgestellt, dass es Geister und Dämonen gibt. Naja, dann gibt es ein ganz großes Problem. Wenn es nämlich wirklich Geister und Dämonen gibt, dann gibt es mehr als Materie. Dann heißt das, all das Geistige muss dem Materiellen überlegen sein. Was Materielle ist, vordergründig zerfällt es. WDR-Ex, das Reich der Armenier-Ex, das Zarenreich-Ex, das Dritte Reich-Ex, die Seemacht England-Ex, das Wikingerreich-Ex, alles zerfällt, zerfällt, zerfällt. Das Geistige kannst du nicht zersägen. Und deswegen hat das Geistige die größte Macht. Und dann muss man, wenn man weiß, dass es etwas Geistiges gibt, verdammt nochmal, dann sind wir echt am Arsch. Dann müssen wir suchen, wir müssen etwas suchen, das überprüfbar ist. Etwas, was, wo wir genau wissen und nicht, ach ja, ne, wie wir denken, naja, also ich kann das auch so machen. Also ich visualisiere jetzt immer, dass die grüne Tara den rechten Arm hebt und dann eine Sonnenblume im Arm hat, weil die Sonnenblume ist so ein schönes Zeichen der alternativen Bewegung. Also ich möchte das jetzt so haben und die hält das nicht zwischen Daumen und Zeigefinger, zwischen Zeigefinger und Daumen, sondern zwischen Daumen und Mittelfinger. Gefällt mir so besser. Ja, ich habe Leute, und das hat damals nicht nur ich, also ich kenne so ein krasses Beispiel, was Taisito Rinpoche sagte, wie Leute im Westen die grüne Tara gemalt haben und haben der grünen Tara ein Jeanskleid angemalt. Weil sie nichts davon verstehen, aber wir meinen, wir können machen, was wir wollen. Es ist einfach unser Ding. Wir brauchen keine Versprechen halten, wir können allen Leuten etwas versprechen und wir gehen davon aus, das Geistige, das ist ja, da kann man alles mitmachen, spielt überhaupt keine Rolle, hat keine Folgen. Und das ist unsere Ignoranz. Unsere Ignoranz, die ist deswegen so heftig. Warum ist sie eigentlich so heftig? Weil wir einen Mangel an Verdienst haben.
warum haben wir einen Mangel an Verdienst? Denn eigentlich alle die Leute, die mit dem sogenannten tibetischen Buddhismus zusammenkommen, haben in früheren Leben wahnsinnig viel Verdienst angesammelt. Müsst ihr euch vorstellen, wir haben ein riesiges Konto mit ganz viel Heilform angesammelt. Und dann begegnen wir dem tibetischen Buddhismus, den ganzen Lamas und Rinpoches. Ganz vielen Lamas und Rinpoches. Ganz vielen Lamas und Rinpoches. Und hören ganz viele Unterweisungen. Und dann haben wir keinen Verdienst mehr. Der ist verbraucht. Die Lehrer sagen uns, ihr müsst Verdienst ansammeln. Ja, machen wir auch. Dann machen wir... Ich bin mit auswendig nicht so gut, dann machen wir... Ja. Wo ist es denn? Ah ja. Om Samatthakata Ratna Mandala Putza hoch. Wir bringen Mandala da. Wir bringen Mandala da. Und wenn wir dann zur Veranstaltung gehen, ne, zu Hause haben wir 50.000, 10.000, 100.000 Mal Mandala nach dem, der lange Mandala sogar da, nach Deutsche Sempa Vajra Sattva Praxis. Und Reise und gemacht. Ganz viele Übungen. Und dann hören wir irgendwo eine Dharma-Veranstaltung. Lama Rinpoche kommt da. Mann, ey, ist das teuer. Ah, das ist so, die wollen so viel Geld. Na, die machen das ja eh nur fürs Geld. Also Lamas und Rinpoches, also mir haben einige Leute gesagt, Kando Rinpoche würde das dafür machen. Also dem weiblichen Buddha Kando Rinpoche das zu unterstellen, da muss man, sorry, da muss man ziemlich bekloppt sein. Also sie, wenn sie von dem Geld der Westler für ihre Klöster leben würden, dann wären alle Mönche und Nonnen wären da Biafra-Kinder. Ich meine, die würden halt verhungern. Die hätten dicke Bäuche und dünne Hälse. Ne? Also zu glauben, wir Westler würden in Asien große Finanzierung machen. Ja, es gibt manche Dinge, die wir in Asien, dass es reiche Leute gibt, die in Asien irgendetwas gefördert haben, so wie eine reiche Frau. Hier, das wurde ihr Wat Mahakalane, heißt es, dieses schöne Haus. Das so. Die Veranstaltung, wo du ihr jetzt wart. Ach so, das, ja, eine Schweizerin. Die Schweizerin, ne? Also eine Frau hat da eben ganz viel Geld rein. Ja, ja, es gibt dann eben auch Westler. Aber damit kannst du nicht die ganzen Klöster in Asien finanzieren. Sie hat es hier gemacht, ne? Und es ist schön, dass sie es auch hier gemacht hat. Auch, dass sie es in Deutschland gemacht hat. Schön. Ja, aber die Praktizierenden, sie wollen die ganzen Kostbarkeiten des Universums, bringen sie dem Buddha da. Beschweren sich dann aber, wenn die Kostenbeiträge für irgendeine Institution, für Strom, Gas, Telefon, Wasser und so weiter, dann irgendetwas kostet und dass man sagt, naja, die Lamas können das umsonst machen, haben ja Verdienst genug, wenn sie uns das beibringen. Also, dass man dann sogar der Meinung ist, dass die zu viel Geld bekommen. Worauf ich hinaus will, ist, wie soll irgend so etwas funktionieren, wenn wir, du hast vorhin erwähnt, ne, der erste Parameter der Befreiung. Was ist der erste Parameter der Befreiung? Freigebigkeit. Lauter. Freigebigkeit. Ja, Freigebigkeit. Freigebigkeit ist der erste Parameter der Befreiung. Warum Freigebigkeit? Um dieses Greifen zu überwinden. Ja. Oder ein bisschen Abstand dazu zu kriegen. Uns, weil wir Menschen leben im Begierdebereich, haben wollen, nicht geben wollen. Das Haben-Haben-Wollen schafft uns unser Leiden. Die Freigebigkeit ist das Erste, was wir im Menschenbereich lernen müssen, ist das Loslassen. Das Loslassen ist das Erste, sonst erreichen wir keine geistige Befreiung. Wir müssen lernen, loszulassen. Und das bedeutet, diesen Prozess durchzumachen, zu sagen,
Was ist der kostbare Menschenkörper? Der kostbare Menschenkörper würde tatsächlich bei uns im Westen eintreten, wenn wir Zuflucht verstehen würden. Wenn wir Zuflucht verstehen würden, dann würden wir alles daran setzen. All unsere Konzentration wäre nur ausgerichtet, alles daran zu setzen, dass wir die Dharma-Praxis im Geist umsetzen. Nicht, dass wir wie gierige Leute hinter jeder Belehrung, hinter jeder Einweihung, was früher ja so richtig beliebt war, überall hingehen und sammeln, aber nichts umsetzen. Wir können, und das will ich wirklich nochmal betonen, wenn wir irgendwo hingehen und es werden Einweihungen geben, dann sollte man, wenn man die Möglichkeit hat, auch daran teilnehmen, als Segenseinweihung und eine Verbindung zu haben. Ja, das sollte man. Aber man sollte eine Praxis machen. Und diese eine Praxis sollte man kontinuierlich machen. Und nicht heute ganz viel und morgen ganz wenig, sondern immer kontinuierlich. Wenn ich mit irgendetwas anfange, zum Beispiel, ne, wenn ich jetzt hier als Dharma-Lehrer bin und man fängt an, mir Wasser hinzustellen, was ich ganz nett finde, was aber eigentlich nicht von mir gefordert, erhofft wird oder irgend so etwas. Aber wenn man mal mit etwas anfängt, dann muss man das durchziehen. Dann kann man nicht sagen, ach nee, ich finde ihn jetzt doof und soll er mal sehen, wie er damit klarkommt. Und dass er nicht hinstellt. Dann erzeugen wir karmisch gesehen ganz furchtbare Folgen. Fängt man mit einer Sache an, muss man sie durchziehen. Ist mit ein Grund, warum ich immer die Hände von Schützerpraxis gehalten habe. Weil ich weiß, es gibt Situationen, dann schaffe ich das nicht durchzuziehen. Unsere Institution ist nicht so, dass wir so besetzt sind, dass wir jemanden haben, der immer Schützerpraxis macht. Zum Beispiel rein theoretisch, vielleicht wären vieles für uns einfacher, wenn wir auch den Lokapalas Gaben darbringen könnten. Wenn wir die Geistwesen, die ja drumherum wären, richtig ansprechen könnten. Vielleicht würden wir irgendein Geistwesen finden, das uns unterstützen würde. Aber wenn wir einmal anfangen, Gaben darzubringen, dann musst du das immer machen. Es gibt die Geschichte von Trangor Rinpoche, der in Tibet ein großes Kloster hatte und er hatte gute Unterstützer gehabt und die haben dort Lokapalas gehabt, also lokale sogenannte Gottheiten, lokale geistige Kräfte waren dort. Ne? Und dann kam die Flucht. Und dann ist Trangor Rinpoche nach Kathmandu geflohen und hat dann dort ein klitzekleines Kloster aufgebaut. Und alles lief irgendwie drunter und drüber. Und nichts hat richtig funktioniert. Und dann hatte einer eine Vision gehabt, einer der Mönche. Und er sagte, ja, der ist dann zu Trangor Rinpoche, sagte, ja, ich habe so eine komische Vision gehabt, da war so ein Schützer, der kam zu mir und sagte dann zu mir, ja, ich bin eigentlich der und der und warum kriege ich keine Gaben mehr? Ihr habt mir doch immer Gaben dargebracht. Und dann hat sich Trangor Rinpoche daran erinnert, dass sie in dem Kloster hatten, sie diesem einen eben immer Gaben dargebracht. Der eine ist mitgeflohen quasi. Also der, der das Kloster dort beschützt hatte, der hat sich dann auch verantwortlich gefühlt für das Kloster von Trangor Rinpoche. Und dann, nachdem sie dann das dann wieder aufgenommen haben, sie quasi den um Verzeihung gebeten haben, sorry, wir haben jetzt nicht gedacht, dass du auch hier bist und uns hier hilfst. Ne? Und dann haben sie ihm Gaben dargebracht und dann ist es ganz einfach. Das Geld ist geflossen, alles ist einfach. Ne? Deswegen, wenn man anfängt, eine Praxis zu machen, dann muss man sie durchziehen. Lieber kleine Schnauze, ganz wenig machen. Wenn ich weiß, ich kann nur 5 Mantren am Tag machen, dann sollte ich nicht behaupten, ich kann 5000 machen. Und wenn man jeden Tag sich 3-4 Minuten hinsetzt und den Geist ganz gewahr sein, ich setze mich jetzt hin und ich beobachte meinen Geist und ich mache das jeden Tag, dann wird mein Geist jeden Tag ein wenig weniger aufgewirbelt und der wird klarer. Wenn ich aber sage, ja, also ich will jetzt wirklich ganz schnell Erleuchtung erlangen, also ich setze mich jetzt jeden Morgen 1,5 Stunden hin. Jeden Morgen.
Man verspricht das quasi in den Raum rein und sagt, Buddha, also ich werde jetzt jeden Morgen eine anderthalb Stunde Praxis machen. Ihr wisst, dass das nicht geht. So wie wir leben, ist es wahnsinnig schwierig, das so hinzukriegen. Passiert irgendetwas, Patienten, jemand aus der Familie wird krank, wir müssen uns um den kümmern. Dann können wir auch einmal nicht mehr da sitzen. Aber wenn wir kleine Sachen machen, die kannst du jeden Tag machen. Alle können sich, die Wesen können sich darauf verlassen. Wir machen das, ne? Und wir können ja hinterhältig sein. Ich meine so theoretisch hinterhältig. Wir können ja einfach um Durudu, Zamukke, so haben machen. Siebenmal das Mantra. Und dann haben wir ein Verdienst, das ist millionenfach. Versteht ihr, was ich meine? Berechnet zu sein. Das durchzuziehen, ganz konsequent berechnet sein. Wenn wir das wirklich machen, und ich kann da wirklich aus Erfahrung sprechen, als ich mit diesen Sachen anfing, ich selber kann mich an keine Vision irgendwo oder Traum daran erinnern, dass ich in früheren Leben mit dem Vajrayana zu tun hatte. Kann ich nicht. Ich weiß, dass ich was mal mit dem Mahayana zu tun hatte. Auch ein bisschen was von Lehrheit. Aber nicht, dass ich mich irgendwo erinnern kann, irgendwo, dass man dann so sagt, ja, ich, mit dem Lehrer, da erinnere ich mich, da habe ich was. Oder dass irgendeiner der Lamas und Rinpoches und Linienhalter und wie sie alle heißen, mir jemals gesagt haben, weißt du was, im letzten Leben warst du das und das. Ist nichts da. Also rein theoretisch habe ich fast bei Null angefangen. Andere haben mir erzählt, ja, sie erinnern sich mit dem Lehrer und ja, ich war mal Mönch und da war ich mal das und da war ich jenes. Ne? Ich war Tagedieb, tauge nichts, daran kann ich mich sehr gut erinnern. Ne? Aber an irgendwelche tollen Qualitätsleben, wo ich also unheimlich hilfsbereit oder nett war, daran kann ich mich nicht erinnern. Und ich wende die Lehre so an, weil ich sage, ich bin Egoist. Ich will glücklich sein. Ich will nicht mehr leiden. Und dafür bin ich bereit, jeden Preis zu zahlen. Und wenn mir jemand kommt und ich sehe, der erklärt mir etwas ganz genau und sagt, guck mal, da und dahin, ist es so oder ist es nicht so? Dann gucke ich hin, da sage ich, ey Alter, hast recht gehabt. Ist es so, dass jedem Menschen das Gutsein innewohnt ist? Sag ich, Alter, da kannst du viel erzählen hier. Buddha, ne? Der goldene Mann, kann viel erzählen. Ne? Kann mir erzählen, hier allen ist die Buddha-Natur innewohnt. Alle haben dieses Gutsein innewohnt. Der kann viel behaupten. Und dann sagt er, wir sollen das überprüfen. Ja, wie kann man das überprüfen? Und das habe ich damals gemacht bei meinen Arbeitskollegen. Ne? Die wenigsten konnte ich leiden in dieser einen Fabrik. Ne? Also da war kaum irgendetwas, wo man so Sympathie, ne? Die brauchten einen und es gab keinen anderen und deswegen habe ich dann diesen Job da im Labor gekriegt. Und dann behauptet er sowas. Da habe ich gedacht, okay, ich beobachte die Leute mal. Es hat etwas mehr als ein Jahr gedauert, dann waren alle Leute, die ich beobachtet habe, in dieser Fabrik, haben anderen geholfen, ohne dass sie auf Dank gewartet haben oder selber einen Vorteil hatten. Versteht ihr? Also wenn jemand aus dem Impuls heraus jemanden hilft, ohne dass er auf Dank wartet und ohne dass er etwas irgendwie dafür kriegt, er tut es einfach, dann ist das das grundsätzliche, heilvolle, innewohnseiende Mitgefühl, was da ist. Das ist da. Weil wir haben Mitgefühl mit uns und dass wir helfen, ist einfach, weil es uns an uns selbst erinnert. An Mitgefühl mit uns selbst. Dass wenn wir dann helfen, ohne was zu erwarten, dann ist es angenehm. Dann ist das einfach, es ist das, was unsere wahre Natur ist. Ist die Buddha-Natur. Das ist das, was nicht programmiert ist. Das läuft nicht übers Ego. Und als dann so zwei Kollegen da in der Fabrik, die sich nicht ausstehen konnten. Und der eine seine Stullen vergessen hatte und der andere, die sich wirklich nicht leiden konnte, die Hälfte seiner Stullen abgegeben. Habe ich gesagt, okay, Alter, jetzt hast du recht. Da war es ganz klar, dass der Buddha recht hat. Allen ist das grundsätzlich gut, sein Innewohnen. Die beiden Kollegen konnten sich überhaupt nicht leiden. Und dann hat der eine dem anderen einfach die Hälfte seiner Stullen gegeben.
Weil alle haben da in der Fabrik gearbeitet, in der Nähe gab es nichts zu kaufen. Und der andere hat das Gefühl, wie das ist, Hunger zu haben, und hat dem anderen ganz spontan, ohne intellektuelles Denken, ah, ich mag den ja nicht, das machte zack, zack, und hat dem anderen die Stullen gegeben. Versteht ihr? Wenn wir beobachten, das können wir doch. Aber was machen wir? Wir intellektuell psychologisieren, pädagogisieren, esoterisieren, ich weiß nicht, welche Begriffe man noch so drauf. Wir gucken nicht hin, was passiert, sondern wir legen immer so ein Blatt unserer Vorstellung drüber. Wir gucken nicht einfach hin, da gibt denen die Stullen. Der hat eigentlich nichts davon, die können sich nicht leiden, und er tut es einfach. Und wenn ich sage, ja, das hat ihn irgendwie die Verklemmung im Darm dazu gebracht, oder weil sein Vater ihm mal einen Bonbon gegeben hat, deswegen hat er ihm das gegeben. Dann einfach zu sehen, die können sich nicht leiden. Der eine also aus dem tiefsten Herzen heraus, scheiße, ich habe meine Stullen vergessen, und er teilt seine Stullen. Und das einfach klar so zu sehen. Das ist das grundsätzliche Heilvolle, was uns innewohnt ist. Das zu begreifen. Und das, die Dharma-Praxis, Zuflucht, beginnt nur dann, wenn wir das, was gesagt wird, auf uns jetzt anwenden, nicht irgendwann, sondern überhaupt auch Zuflucht zu nehmen, macht keinen Sinn, ich will Buddhist sein, hat überhaupt keinen Sinn, sondern Zuflucht zu nehmen und zu sagen, oh, wenn ich jetzt in dem Leben nichts mache, ich werde in zukünftigen Leben so sehr im Leiden gefangen sein, ich möchte nicht mehr im Leiden gefangen sein. Ich werde alles daran setzen, deswegen sage ich, ich bin sehr egoistisch. Ich bin bereit, alles zu bezahlen, alles zu tun, dass ich in zukünftigen Leben nicht mehr leide. Da folge ich ja natürlich nicht blind irgendeinem Guru. Ja, der Guru sagt, Horst, du musst alles abgeben, dann leidest du im nächsten Leben nicht. Es heißt Übedana. Ja, Leute, das sind Sprechblasen, wo Leute das auch ausnutzen im Westen, wo sie sich als Guru geben und die Hand aufhalten. Natürlich ist es gut, Dana zu geben. Klar, es ist eine Form von Freigebigkeit. Ne? Ja, es ist gut, einem Lehrer Gaben darzubringen. Natürlich ist es gut für denjenigen, der es tut. Der Lehrer muss aber sehr aufpassen, dass das Dana, was er da kriegt, dass das auch ein echtes Dana ist. Dass dann seine Motivation nicht ein Hauch mal gewesen ist, dass er was haben will. Und weil ich ein Egoist bin. Jede Sache, die ich hier irgendwie bekommen habe in den letzten Jahren, ist schnurstracks aufs Vereinskonto gegangen. Ich nehme das Geld für mich nicht in Anspruch. Okay, wenn man mir eine Schokolade gibt, dann esse ich die, teile ich aber meistens auch. Ne? Ist so symbolisch gesehen. Versteht ihr, was ich meine? Es ist unser Bestreben, Dharma-Lehrer im Westen, ne, hat auch ein Lehrer gesagt, im Westen wollen alle Dharma-Lehrer werden. Weil sie denken, das ist die höchste Form der Freigebigkeit. Ja, es ist die höchste Form der Freigebigkeit. Bloß das Blöde ist, dass die höchste Form der Freigebigkeit funktioniert nicht, wenn wir nicht auch die anderen Stufen zwischen der niedrigsten Freigebigkeit bis zur höchsten Freigebigkeit diese Fähigkeiten dazwischen schulen. Das Erste ist, wenn man, ne, man hat Geschwister, ne, ist so, sagen wir mal, 10, 11, 12 Jahre alt und kriegt eine Schokolade und teilt die Schokolade mit Bruder und Schwester. Das ist die einfache, ne, Art der Freigebigkeit, ist sehr parteiische innerhalb der Familie. Dem Nachbarkind gibt man nichts ab, der kriegt nur die eigene Schwester oder Bruder. Das ist so, ist schon eine Freigebigkeit, aber es ist eigentlich eine sehr, sehr begrenzte. Bis es dann dazu kommt, dass man einem Bettler etwas gibt. Einem Bettler gibt man Freigebigkeit in der Form, wenn man ihm etwas gibt, in seinen Hut und so weiter, dann ist es bei uns so, ich gebe dem Bettler etwas und, wie heißt es, Dankeschön. Ja, okay, dann komme ich nach Hause, erzähle meiner Familie, meinen Freunden, du, ich bin gestern durch die Stadt gegangen und da war ein Bettler. Da habe ich der Welt mal gezeigt, dass ich auch ganz freigebig sein kann. Ich habe ihm 5 Euro gegeben.
Und er wollte zuerst nicht wirklich Danke sagen und dann habe ich so gemacht, und dann hat er Danke gesagt, nicht? Also, ne, das ist dann Freigebigkeit, ne? Also ich bin sehr freigebig. Ne? Das ist keine Freigebigkeit, ich habe mir nur ein Danke gekauft. Ich habe mir das Gefühl gekauft, etwas Besseres zu sein als der Bettler. Da ist überhaupt keine Freigebigkeit drin. Dann kann aber auch die Freigebigkeit so sein, dass ich die 5 Euro gebe und nicht darauf warte, dass er Danke sagt. Und dann denke ich immer, oh, ja Horst, also ja, heute warst du ganz schön freigebig. Ne? Du hast ja nicht viel Geld, aber du hast dann 5 Euro gegeben. Ne? Also schön, dass du so freigebig bist. Das ist auch keine richtige Freigebigkeit. Es ist ein bisschen näher der Freigebigkeit. Ne? Die nächste Art der Freigebigkeit ist, man gibt demjenigen die Gabe und stellt sich vor, dass derjenige der Buddha ist. Dann ist es tatsächlich eine höhere Art der Freigebigkeit. Ist aber noch nicht die höchste Freigebigkeit. Da ist immer noch so eine Vorstellung zwischen hoch und niedrig, der Buddha da oben, auch wenn er da unten sitzt, ne? Er begegnet mir auf der Straße und ich bringe ihm Gaben da, damit ich im nächsten Leben in einer angenehmen Situation bin. Die höchste Form der Freigebigkeit ist, dass ich dem Bettler 5 Euro gebe. Der Bettler, die 5 Euro und ich sind eine Einheit. Da gibt es keine Trennung. Da gibt es niemand, der gibt. Da ist niemand, der etwas erhält. Und da gibt es auch keine 5 Euro. Es ist eine Einheit, das ist einfach eine Sache, die illusionshaftig erscheint und wieder vergeht. Das ist einfach nichts, woran anzuhaften wäre, nichts, worüber nachzudenken wäre. Es ist ein ganz natürliches, und jetzt nennen wir das mal so, das freie Spiel des Geistes. Aber das freie Spiel des Geistes kann keiner von uns im Westen, so gut wie keiner. Ich kann natürlich nicht sagen, keiner, ich kenne ja nicht alle. Aber alles, was mir bisher begegnet ist, können wir das in der Regel nicht, das freie Spiel des Geistes. Wir können es uns anhören. Wir haben mehr so dieses Beispiel, meine Familie, meine Gemeinschaft, meine gut, deine schlecht, Abgrenzung, wir besser, die schlechter. Und alles, was da an Freigebigkeit läuft, ist keine Freigebigkeit. Selbst wenn wir Dharma-Unterweisung geben, ist das keine Freigebigkeit. Denn die Freigebigkeit der Dharma-Lehre funktioniert nur, wenn derjenige, der die Dharma-Lehren gibt, auch die grundlegenden Sachen geübt hat, wenn er nach den grundlegenden Sachen auch lebt. Und die Lehre, die er weitergibt, auch das, was er sagt, unverfälscht ist. Es darf die Worte, die Beispiele ändern sich. Die Essenz darf sich niemals ändern. Und das ist der Prozess, wenn wir wenn wir Zuflucht nehmen, an dem Tag, an dem wir wirklich Zuflucht nehmen, ist der glücklichste Tag in unserem Leben. Ich kann heute noch genau den Tag vor Augen führen, an einem Montag um 19.30 Uhr in der Oranienstraße in Berlin, im 4. Stock. Die Hausnummer 186, ganz oben. Lama Söhne Mörfel Rinpoche. Ich sehe ihn heute noch vor mir, mit dem Bart, den er hatte damals. Er hatte so einen kleinen Bart, so wie Milarepa, so einen kleinen Bart gehabt. Und ich weiß noch, wie er den Zufluchtsbaum an die Leute verschenkte, von den Trikunkatschüs. Und er hat es einigen verschenkt und ich wusste jetzt nicht, weil er keine Ahnung hatte, er hatte einen ganzen Stapel. Und er gab dann da und mir gab er keinen. Und dann habe ich ihn gefragt, brauche ich keinen Zufluchtsbaum? Und er fragte mich, möchtest du gerne einen haben? Und er sagte ich, ja. Warum nicht? Ich habe ja keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was der Zufluchtsbaum ist. Aber wenn Lottchen und Peter den haben, dann warum soll Brummi ihn nicht auch haben? Weil ich gar keine Ahnung davon hatte. Und dann sagte ich, ja. Ne? Und ich bin froh, dass ich diesen Zufluchtsbaum angenommen habe. Er ist jetzt in guten Händen. Ich habe ihn
weitergegeben und wo ich die ganz große Hoffnung habe und Wunschgebete dafür mache, dass daraus eine heilvolle Praxis für diese Person entsteht und dass Dharma-Praxis Wirklichkeit wird. Als damals Lama Sönamörfel Rinpoche uns diesen Segensbaum gegeben hat, ich wusste, dass ich den irgendwann brauchen werde für irgendetwas Nützliches. Das war mir klar, aber ich wusste nicht, was das bedeutet. Ich dachte, ja, es hat schon Grund. Aber ich habe extra nachfragen müssen. Weil ich wohl jetzt nicht die ganz große, starke karmische Verbindung mit den Trikunkajas habe. Das hat der Rinpoche wohl sehr genau erkannt. Ja, und so ist dieser Tag. Ich erinnere mich noch, wie ich die Treppe hochgegangen bin, wie die ganzen Leute in dem Raum sind. Da war dann so, wo die Linie da so ungefähr ist, so symbolisch, ne, da war dann der rote Teppich, da saßen dann so die engeren Leute, ne, da waren dann so ganz viele, die saßen dann also auf dem Fabrikgebäude, Betonboden, wo so ein bisschen Art Teppiche rumlagen, so aber olle Teppiche, nichts Tolles. Ne. Und dann saßen wir da und eng, da waren ganz viele Leute da. Und dann ging es um Zuflucht. Hey, was ist denn Zuflucht? Ja, musst du nur mitmachen. Ja, was ist, einfach, was ist das? Mach einfach mit, wird schon nicht gut. Ich hatte von nichts eine Ahnung. Aber ich erinnere mich noch an das Gefühl, an den Menschen. An eine der wirklich bedeutendsten Leute der damaligen Zeit im Karma Tenjalin. Das war damals Gabi Schmitz, später Gabi Hartmann. Sie hatte wirklich ein, wie sagt man, ein wunderbares, ja, man könnte sagen, so einen einfachen, liebevollen Geist, der aber leider durch die Gemeinschaft ziemlich malträtiert wurde. Und ich glaube, sie hat so viel unangenehmen Widerstand erlitten, weil sie ein ganz großes Potenzial gehabt hat. Aber das sind dann auch die karmischen Konstellationen, die wir haben. Ne? Wie heißt es so schön? Man sollte sich nicht lange mit Menschen umgeben, die Verpflichtungen brechen. Man sollte Menschen meiden, die Dharma-Praxis nicht ernst nehmen. Man sollte sich von leidvollem Einfluss fernhalten. Wenn man später stabil ist und es versteht, dann kann man überall sein. Aber nicht, wenn man noch keine Stabilität hat. Und ich bin fest davon überzeugt, dass damals diese Frau, wenn die Leute das respektiert und geachtet hätten, diese Frau, sie war, in Anführungsstrichen, leider keine Akademikerin. Sie wurde ziemlich schäbig von allen Männern wie Frauen behandelt. Und dass ich wirklich sehr, sehr traurig bin, dass das damals dann so gelaufen ist. Aber nichtsdestotrotz, das ist Vergangenheit. Wir sind im Jetzt. Wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Wir müssen lernen, dass wir nicht beurteilen können, wenn jemand irgendwo eingesetzt wird, irgendeinen Job zu machen, und diese Person übernimmt den Job dann, dann sollten die Leute drumherum nicht denken, dass diese Person nicht fähig wäre, diesen Job zu machen. Wir sollten grundsätzlich, wenn jemand einen Job bekommt, speziell in solchen Einrichtungen, buddhistischen Institutionen, wenn da irgendjemand beauftragt wird, irgendeinen Job zu bekommen, wenn irgendjemand in einer buddhistischen Institution einen Job bekommt, beauftragt wird, etwas zu machen,
dann sollten wir versuchen, denjenigen, so gut wir können, unterstützen. Wir sollten jeden in dem Bereich, den er oder sie macht, mit Respekt umgehen. Wenn wir das nicht machen, zerstören wir auch für uns selbst Möglichkeiten, die sich entwickeln. Zum Beispiel, dass diese Institution jetzt eine richtig gute Zukunft hat, dadurch, dass wir junge Menschen haben, die jetzt diese Institution leiten. Das ist einer der glücklichsten Umstände, die das Karma Tenjaling unbedingt gebraucht hat. Und so gesehen ist es der glücklichste Umstand, denn Brigitte und ich, wir werden irgendwann Vergangenheit sein. Und es muss danach weitergehen. Und dazu braucht man würdige Menschen. Nicht Leute, die denken, sie wären würdig. Nicht Leute, die denken, sie könnten es besser machen. Sondern die Menschen, die jetzt diese Leitung haben, müssen von allen unterstützt werden. Ausnahmslos. Sie müssen mit Respekt behandelt werden. Mit Gewahrsein. Wenn wir das nicht machen, wenn diese Stütze wegfallen würde, das wäre das Ende von Karma Tenjaling. Weil weit und breit gibt es niemand, der besser fähig ist, diese Institution zu leiten, als diese neue Leitung. Und das müssen wir uns zu Herzen nehmen, immer wenn, und das bezieht sich nicht nur auf das Karma Tenjaling, falls irgendwo eine andere buddhistische Institution ist, sollte man aufhören, solche Dinge zu machen, was früher in buddhistischen Vereinen einer der Lieblingsbeschäftigungen waren. Die ordentlichen Mitglieder pflegten die Vorstände der Vereine dieser buddhistischen Einrichtungen vor sich herzutreiben und ihnen Vorwürfe zu machen, warum habt ihr das noch nicht gemacht, noch das nicht, wir hatten doch verabredet, es sollte das und das geschehen und warum ist das nicht geschehen. Also eigentlich, dass der Vorstand, der die meiste Arbeit immer gemacht hat, sich auch noch dafür rechtfertigen musste. Natürlich haben dann einige Vereine sich dann dazu entschlossen, damit sie das eben nicht mehr selber machen und haben dann einen Geschäftsführer eingesetzt. Da besteht aber dann das ganz große Problem, wenn man einen Geschäftsführer einsetzt, den bezahlt man. Und dann ist das ein Job. Aber eigentlich gibt es in buddhistischen Institutionen, wenn wir vernünftig, logisch nachdenken, gibt es keine Jobs. Es sind Dharma-Aktivitäten. Alles, was wir hier machen, ist Dharma-Praxis. Ob wir den Mülleimer ausleeren, auf die Toilette gehen, etwas trinken, essen, etwas lesen. Jede Bewegung, die wir hier auf dem Platz machen, ist Dharma-Praxis. Wir können sie nicht von der Lehre des Buddhas trennen und sagen, hier ist es Dharma-Praxis und da nicht. Wenn ich dann so Leute, ja, ich gehe mal Dharma-Praxis machen, dann muss ich immer lachen. Wenn jemand sagt, ja, ich mache eine Sadhana, okay. Aber wenn mir jemand sagt, ja, ich muss jetzt meditieren gehen, ich muss Praxis machen, dann muss ich innerlich immer lachen. Das ist überhaupt keine Dharma-Praxis, das ist nichts anderes als eine Ego-Beschäftigung. Dharma-Praxis bedeutet, ich versuche die ganze Zeit an meinem Geist zu arbeiten. Ich versuche wirklich hinzugucken, was ist mit meinen Störungsgefühlen? Wie läuft das? Und die ganze Zeit dabei zu bleiben. Und es ist nicht anstrengend. Das ist so, wenn wir in einem Krankenhaus sind und wir haben einen gebrochenen Arm und haben dann so Gips, ne? Dann gehen wir mit dem Arm achtsam um. Da tut er noch weh. Und so gehen wir achtsam mit unserem Leben um, weil wir eigentlich immer noch leiden. Wir sehen, dass wir leiden. Und da geht es darum, ein Gewahrsein darüber zu haben, wahrzunehmen, was das ist. Wenn wir diese Sensibilität nicht entwickeln, haben wir keinen kostbaren Menschenkörper. Also wollen wir wirklich in unser Leiden überwinden und diese Chance haben wir nur für uns selber entsprechend, wie alt wir sind, so Pi mal Daumen. Ne? Also bei mir wären es, ich sage, wenn ich 100 Jahre alt werde, sind es noch knapp 32 Jahre.
Und wenn ich es in der Zeit nicht geschafft habe, bin ich am Arsch. Ich werde in tiefste Samsara hinabsenken. Und Äonen werden vergehen, bevor wieder eine Schildkröte vorbeikommt und durch so ein Holzjoch stupt. Und ich als Sauer werde keinen Bock. Ich will wieder in die Hölle. Wird keiner sagen, aber unser Verhalten bringt uns immer wieder in die Hölle. Und wir sind ja der Meinung, es gibt keine Höllen. Es ist ja einfach nur, naja, asiatisches Kolorit, Angstmacherei. So wie die Katholiken vor Fegefeuer und Hölle waren, so machen die Buddhisten das auch. Ja, Leute, wenn wir diese Haltung einnehmen, ja, dann werden wir das nie verstehen. So, habt ihr da noch Fragen jetzt dazu? Oder zu was? Gerade bei Körpern sind. Was sind denn hier die drei Körper eines oder die zwei Körper eines oder? Und warum wird in der Widmung mal von zwei und mal von drei gesprochen? Und an anderer Stelle von fünf Körpern. Genau, siehst du. Ja. Es gibt quasi zwei Körper, das eine ist Leerheit und das andere ist Erscheinung. Das sind die zwei Körper. Das sind zwei Körper. Drei Körper sind es, wenn wir das mehr in die Erscheinung geht, also zum Beispiel Prinz Siddhartha. Dieser Körper ist der Nirmanakaya, das ist der Erscheinungskörper. Und was sagtest du, drei Körper? Ja, da ist der erste, ne, also dass wir das uns so nachvollziehen können. Prinz Siddhartha, Buddha Shakyamuni quasi, ist der Nirmanakaya, der Erscheinungskörper. Dann gibt es den Samboyakaya, der als Freudenkörper bezeichnet wird. Das ist zum Beispiel, wenn wir den Karmapa auf einer Lotusblüte sitzen sehen. Und er hat die schwarze Krone auf und da gibt es ja zum Beispiel einer der Karmapas, wo er die Arme gekreuzt hat und wo um ihn herum verschiedenfarbige Dakinis sind. Dann ist das ein freudvoller Ausdruck von Buddha-Aktivität, könnte man sagen, also könnte man das am besten erklären, dass diese Sadhana-Praxis, die dort erscheint, ist, die entsteht durch die anstrengungslose, grenzenlose absichtslose Aktivität, die aus dem Buddhageist selbst entsteht. Das ist dann der Freudenkörper. Oder Samboyakaya. Und der Dharmakaya ist eigentlich der alles offen durchdringende Geist. Das ist quasi die Leerheit selber, die, in dem alles zutage tritt. Das ist dann der Dharmakaya. Der hat keine Form. Wenn man an Farbe denkt, dann hat er, dann könnte man sagen, er wäre zutiefst dunkel, dunkelblau. So wie die schwarze Krone von Karmapa, die eigentlich nicht schwarz ist, sondern dunkel, dunkel, dunkelblau. Die heißt deswegen schwarze Krone, weil es in der tibetischen Sprache für die blaue Farbe gibt, für dunkles Blau gibt es kein Begriff und deswegen wird das als schwarz bezeichnet. Dann hast du drei Körper. Was heißt denn offen durchdringender Geist? Was bedeutet das? Du musst ja, also jetzt ist es ein Versuch,
Das wird sehr intellektuell sein, aber lass dich einfach mal darauf ein. Dass wir sind uns ja alle einig, alles, was wir jetzt hier haben, wir sind umgeben von Atomen. Sauerstoffatome, Stickstoffatome, dann den Teppichboden, Kunststoffmoleküle mit Kohlenstoff und so weiter, Eisenmoleküle und so weiter. Also alle Gegenstände, die hier sind, sind durch Moleküle zusammengesetzt. Ist das nachvollziehbar? Das heißt also, die Erde und die Atmosphäre selber, wenn man genau analysiert, ist zusammengesetzt aus lauter Atomen der verschiedensten Elemente. Nachvollziehbar? So. Und jetzt stell dir vor, dass wenn du dir ein Atom genau anguckst, dann haben wir eine Hülle, Atomhülle und einen Atomkern. Wobei die Untersuchung des Atomkerns hat man festgestellt, dass der Atomkern aus Atomteilchen besteht. Nicht nur aus Neutronen und Protonen, sondern wenn man diese Teilchen noch weiter untersucht, stellt man fest, dass man irgendwelche Elementarteilchen hat. Und diese Elementarteilchen haben ein Verhalten, dass es mal Welle ist, je nachdem, wie man drauf guckt, oder Teilchen, entsprechend abhängig vom Beobachter. Das heißt also, jedes Atom, das es hier irgendwo gibt, ist nichts anderes als Welle oder scheinbar Teilchen, je nachdem, wie wir drauf gucken. Somit ist es nur Energie. Also alles, was wir hier sehen, ist Energie in einem leeren Raum. Es erscheint uns solide und fest. Und der alles durchdringende Raum ist der, der niemals befleckt werden kann. Also wenn ich jetzt... Und dieser alles durchdringende, meinst du mit offen durchdringender Geist? Genau, alles offen durchdringende Geist, dieser Raum. Das Problem ist, sobald wir eine Begrifflichkeit machen, entsteht in unserem Geist, wenn es dann Geist gibt, gibt es ja auch nicht Geist, dann muss es ja auch etwas neben dem Geist geben. Und deswegen... So als Beispiel, ne, wenn ich jetzt hier das Braune, was ich hier auf der Hand habe, das wäre jetzt quasi ein Hundeschiss. So, ne? Das ist schmutzig. Bäh. So. Ne, also jetzt ist der Raum rein theoretisch nach unserer dualistischen Vorstellung, der ist dirty, dreckig. Ne? Der Raum ist dreckig. Ja? Mhm. Also pass auf, ne? Der Raum hier ist dreckig. Mhm. So. Jetzt bewegt sich meine Hand. Dann ist der Raum immer noch hier. Er ist nicht dreckig. Er ist unbefleckt. Du kannst den Raum niemals beflecken. Deswegen ist der Dharmakaya ist komplett unbefleckt. Es gibt nichts zu bereinigen. Er ist einfach offen, weit und leer. Er kennt keine Grenze. Er kennt keinen Mittelpunkt. Er ist für unseren dualistischen Geist nicht greifbar. Und wir können uns dem nur annähern. Und das Annähern, ne, jetzt haben wir das intellektuell gemacht. Dieses Annähern bedeutet, wenn es dieser offene Raum ist, in dem lauter Atome sind und die nur Energie sind, zwangsweise muss aus dieser Vorstellung Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen entstehen. Wir können aus dieser Vorstellung heraus, sind wir eins mit dem. Also unser Sein ist dieser offene, leere Raum. Ich versuche das mal zu symbolisieren. Also, ich sitze hier. Ich sage, das hier bin ich. In diesem leeren, offenen Raum. Und symbolisch werfe ich die Hülle ab. Also wenn ich jetzt ganz, ne, mit Knochen und allem, ne, ich werfe die Hülle komplett ab, dann bin ich im offenen Raum. Ich bin dieser offene Raum. Ich bin nicht ein Teil. Das ist ja nicht so, ein Teil wäre es, wenn es eine Begrenzung gäbe, ne? Aber wir können diesen leeren Raum ja nicht transportieren. Also wenn ich sage, oh, jetzt nehme ich das und mache diesen leeren Raum dahin. Und das passiert nicht, der bewegt sich nicht. Und so
müssen wir uns klar machen, dass wir alle Wesen von Hitler, Stalin und Mao Zedong bis zum Buddha, alle Lamas und Rinpoches und alles, was dazwischen ist, alle Wesen sind in der letztendlichen Wirklichkeit eins. Und deswegen ist es niemals möglich, ohne Mitgefühl geistige Befreiung zu erlangen. Deswegen müssen wir trainieren, um zu diesem Erkenntnis, diesem Verständnis in unserem Geist zu kommen, müssen wir relatives Bodhicitta entwickeln. Das heißt, Mitgefühl mit allen fühlenden Wesen. Da geht es noch nicht um das, was wir jetzt besprochen haben, ist eigentlich das absolute Bodhicitta. Das relative Bodhicitta üben wir zum Beispiel durch Freigebigkeit. Durch die buddhistische Ethik ist, wenn es heißt, die Parameter der Befreiung ist, das erste ist Freigebigkeit. Das zweite ist, steht Ethik. Aber was ist Ethik im Kontext der Lehre des Buddhas? Was ist die Ethik? Ja, das Mitgefühl, ne? Mitgefühl, ja. Nein. Die Ethik ist, nach der Lehre des Buddhas zu leben. Das Mitgefühl ist ja nur ein Teil davon. Sondern die buddhistische Ethik ist, nach der Lehre des Buddhas zu leben. Wir haben eine christliche Ethik. Ja, was beinhaltet dann Ethik nach der Buddha? Weisheit. Ist das dieser achtfache Pfad? Ja, eigentlich die vier edlen Wahrheiten, der achtfache Pfad, die vier grundlegenden Gedanken, zu verstehen, dass unser Leiden durch Begierde, Abneigung und Unwissenheit entsteht. Das ist die Ethik, das ist die Sichtweise. Ethik ist die Sichtweise, die muss, schon, die kann nur diese ist, Ethik. Wann ist es konkret? Sie beginnt mit den vier edlen Wahrheiten. Die vier edle Wahrheit, bei den vier edlen Wahrheiten ist ja die vierte, ist den achtfachen Pfad zu gehen. Genau. Der achtfache Pfad selber ist dann das, was auch, das ist die Ethik. Der achtfache Pfad ist die Ethik. Ja. Und diese Ethik, wir haben die vier edlen Wahrheiten, wir haben der vierte ist der achtfache Pfad und der achtfache Pfad, sich das klar zu machen. Freigebigkeit heißt loslassen. Dann danach zu leben, was ist es? Heilvolle Sichtweise. Heilvolle Geisteshaltung. Heilvolle Rede. Das ist der korrekte Begriff. Nicht rechte Rede, das ist Quatsch. Es muss heißen heilvolle. Und wenn wir das machen, es ist so einfach. Und durch diese Sichtweise, durch diese dieses Betrachten, wenn wir so unseren Geist am Anfang trainieren, dann nähern wir uns irgendwann ganz automatisch, wenn wir zum Beispiel eine heilvolle Geisteshaltung haben, dann können wir nicht ohne Mitgefühl für die Wesen sein. Aus diesem achtfachen Pfad heraus entsteht das relative Bodhicitta ganz logisch schlussfolgernd. Aus diesem relativen Bodhicitta entsteht durch Weisheitsverständnis, was es schon im Grundlagenbuddhismus, auch im Theravada gibt, ist es die Erkenntnis der Ichlosigkeit. Also hier sitzt Brummi. Icke bin Icke. Das bin ich auch, wirklich. Aber wenn bin ich es dann noch, wenn ich die Jacke ausziehe? So. Bin ich dann noch der? Und wenn ich immer mehr dann meine Muskeln wegpacke, Wo ist das Ich zu finden? Ist es im kleinen Finger? Ist es im Ohr? In der Nasenspitze? Da ist es, genau da. Ja? Zu finden, wenn ich dann die Nasenspitze abmache, es ist ja dann nur noch ein Stück. Ja, wo ist denn dann die Nase? Und wenn ich das dann aufmache, in welcher Zelle ist das Ich? Und das ist dann, wo wir Leerheit quasi erstmal die Leerheit des Ich, des Selbst erkennen. Wenn wir das wirklich ganz stark trainieren, was in der Theravada-Tradition gemacht wird, und du dann Arahatschaft erlangst, dann hast du die Ichlosigkeit der siebten Bodhisattva-Stufe, aber noch nicht mal die Weisheit der ersten Bodhisattva-Stufe. Und deswegen ist das eine, und das hat damals funktioniert, die meisten Schüler des Buddhas waren damals schon Arahats gewesen aus früheren Leben. Ihr Geist war sehr, sehr weit entwickelt. Die meisten Schüler haben
ein ganz schnelles Verständnis gehabt. Ihre Verwirrung war relativ gering, weil damals hatten die Wesen so viel Verdienst gehabt, dass sie ganz, ganz schnell geistige Befreiung erlangen konnten. Also viel, viel schneller, als wir das können. Und deswegen reichte es in vielen Ländern einfach, den Leuten diese grundlegenden Dinge zu erklären. Das hat vollkommen ausgereicht. Und wenn wir jetzt bei uns so an unsere Situation denken, wir sind extrem verwirrt. Wir haben so viele Ablenkungen. Aber da die Objekte da sind, die Objekte sind durch unterscheidende Weisheit entstanden. Und jetzt brauchen wir nur die Fähigkeiten, die wir in unterscheidender Weisheit Auto fahren, Waschmaschine bedienen, Handy benutzen, Kaffeemaschine bedienen, Kuchen backen, Brot backen, Essen kochen, was ja so ziemlich jeder heutzutage, ne, malern, irgendwelche Hölzer verarbeiten, Möbel bauen. Ne? Also wir heute können ganz, ganz viel äußere Weisheit. Ne? Und die müssen wir innerlich anwenden. Und das ist das, wo ich versuche, heute den ganzen Tag drüber zu reden. Der kostbare Menschenkörper entsteht nur, wenn wir es aufgeben zu glauben, wenn wir unser Zweifel und Zögern aufgeben, wenn uns ganz klar bewusst ist, wenn wir den Pfad des Buddhas gehen, wir dürfen ihn nie um der Macht, Anerkennung oder des Geldes willen. Das Einzige, was uns antreiben darf und muss, ist unser unabdingbarer Wille, unser Leiden zu überwinden, kompromisslos. Die Lehre des Buddhas kennt keine Kompromisse. Sie ist eindeutig, sie ist klar und sie ist auch nicht widersprüchlich, sondern jeder Lehrteil hat im Zusammenhang der Begegnung zwischen, symbolisch gesagt, zwischen dem Buddha und Schüler immer eine Situation, die genau das war, was dem Schüler seiner Zeit geholfen hat. Und wenn es dann, man sagt, naja, es ist noch ein Widerspruch, einerseits von Frau als Dämon zu sprechen und dann auf der anderen Seite davon zu sprechen, dass die Frau die Weisheit ist. Das eine ist eine weiße Lüge. Es ist eine Methode, um den Knecht auf dem Feld zu warnen, lass dich nicht mit der Magd ein, die wird schwanger, dann musst du für die Magd aufkommen. Du verlierst deinen Job und du hast dann drei hungernde Mäuler geschaffen, weil du Begierden danach hast. Und deswegen hat der Buddha in einem Fall die Frau, die Magd, als Dämon deklariert. Aber nicht, weil er die Frau nicht mag. Und wenn es ein... du musst sagen, wertschätzt. Hä? Wertschätzt. Was? Der Buddha hat die Frau wertgeschätzt. Er hat sie nicht gemocht oder nicht gemocht. Er hat die Frau trotzdem wertgeschätzt, aber diese weiße Lüge angewandt. Nein, der Witz ist, ich sage, mögen bezieht sich darauf, Khandro Rinpoche mag ihre Schüler. Sie hat gesagt, ich mag meine Schüler. Sie hat ein Gefühl von Zuneigung. Hat sie ja selber gesagt. Kannst ja nicht schnell in Nähe sagen. Was anderes, Horst. Der Buddha hat mit der Magd den Knecht. Aber wenn du davon sprichst, dass der Buddha die Magd mag, ja, die jetzt aber dort nicht einer Person zugegen war, ist es so, als ob es, das hat eine andere Aussage. Ach, du meinst, dass der Buddha sie begehrt hat? Könnte man annehmen. Deshalb habe ich gesagt, ich weiß nicht, ich würde sagen wertgeschätzt. Er hat die Frau genauso wertgeschätzt, obwohl er sie als Dämon betitelt hat. Ja, dann würde ich nicht wertgeschätzt, sondern als gleichwertig den Mann gesehen hat. Aber in dem Falle war es nicht die Frau der Dämon, sondern der Mann, der die Anhaftung nicht loslassen konnte. Damit er sie loslassen konnte, hat er das geschickte Mittel angewandt und sie als Dämon bezeichnet. So, ja. Ist egal, ich möchte gar nicht so sehr, aber vom Prinzip verstehen wir uns. Ne? Ja, schon, ne? Aber ich finde, das ist wirklich gut. Wichtig. Ja. Können wir so stehen lassen. Ich weiß jetzt nicht, macht jetzt auch nichts aus, wir können es einfach so lassen.
Letzte Frage. Diese ganzen Jiddams und was wir uns vorstellen, ist das ein Ausdruck von Nirmanakaya? Nee, das ist Samboyakaya. Wenn Sie, ja, ne, aber wenn Sie da stehen... Ich dachte, es ist Erscheinungskörper. Nein, Freudenkörper. Die Jiddams sind Freudenkörper. Okay. Aber es gibt eine Ebene, wenn Sie hier auf den Tankas dargestellt werden, werden Sie als Nirmanakaya tatsächlich gesehen. Das heißt also, wenn du eine geweihte Buddha-Figur hast, dann ist der Buddha Shakyamuni ist höchstpersönlich hier anwesend. Die grüne Tara ist höchstpersönlich hier anwesend. Mapa, Milarepa, Gampopa sind höchstpersönlich hier anwesend. Das sind dann Nirmanakaya anwesende Körper. So wird es, das ist die Sichtweise. Und wir müssen immer sehen, das ist nie die absolute Realität. Es ist die relative Realität bezogen auf eine bestimmte Situation. Zum Beispiel auf der absoluten Ebene ist Peter ein Jiddam. Kasta aber auch. Und die Maus, die gerade nicht rumläuft, auch. Die Spinne an der Wand ist auch ein Jiddam. Das nutzt uns aber nichts. Deswegen, wir müssen immer zurück an den Anfang. Also, dieser Tanker wäre ein Jiddam. Ja, überall die Abbildungen, alles hier, es sind alles ja, diese Jiddam. Ja, aber sie sind hier im Raum jetzt ein Erscheinungskörper, sie erscheinen ja da, wir sehen sie. Wenn du das dir geistig vorstellst, dann ist es ein Freudenkörper, dann ist es Samboyakörper. Wenn es eine geistige Vorstellung ist. Wenn es materiell ist, gilt es als Nirmanakaya. So ist es ja eine Erscheinung. Ne? Wir sehen ja die Erscheinung des Buddhas. Wir sehen die Erscheinung der grünen Tara, der weißen Tara von Padmasambhava und so weiter. Ne? So, und okay, was? Also geweihte Statue. Ja. Das sind quasi Nirmanakaya, sind Erscheinungskörper. Ja. Aber wir müssen wissen, dass das alles sind Begrifflichkeiten, die sind nur ein Fingerzeig. Mhm. Wir dürfen uns nicht dann sagen, ja, der Horst hat gesagt, das ist jetzt Nirmanakaya. Sondern es bezieht sich darauf, sobald es ein Erscheinungskörper ist, wie Prinz Siddhartha damals, ne? Mhm. Ist ein Erscheinungskörper, ne, aus diesem Prinz Siddhartha wurde Buddha Shakyamuni, dann war der Körper Buddha Shakyamuni, der vorher der Körper Prinz Siddhartha war, ist der Nirmanakaya. Der Buddha ist erschienen. Mhm. Er ist dreidimensional sichtbar. Mhm. Und hier, wenn wir die direkten Bilder haben, ne, als wenn wir jetzt ein Bild hier von Michael Jackson aufhängen und wir haben ein Bild vom Buddha, ne, dann ist hinter Michael Jackson so vom Prinzip her, war ja damals, er lebt ja nicht mehr, ne, aber der Nirmanakaya, ne, Erscheinungskörper. Und wenn das erscheint ja, es erscheint, das andere ist das, was im Geist ist. Wobei wir beim Geist, ich muss auch aufpassen mit der Gestik, der Geist ist ja nicht hier im Kopf, ne, sondern dass im Geist die Erscheinung da ist, zum Beispiel wie im Traum. Wenn wir im Traum einen Jiddam sehen, dann ist das Samboyakaya. Das ist dann nicht der Nirmanakaya. Okay. Ja. Und ganz wichtig, ne, haltet euch nicht an den Begriffen fest. Wenn ihr eine Sadhana lest, lest genau, was da steht, was euer Job ist. Nicht bla 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 bla, alles auf Tibetisch, sondern was steht da? Was ist damit gemeint? Hört genau hin, was da steht. Wenn es heißt, ich erscheine jetzt und bin Shenrezig, dann gebt nicht vor, Shenrezig zu sein. Wenn ihr die Einweihung habt, verdammt nochmal, dann seid ihr Shenrezig. Und wenn ihr danach aufsteht und ihr meckert, dass man euch den Kaffee weggesoffen hat, dann habt ihr nur vorgegeben, Shenrezig zu sein.
Sobald wir das üben, das Omane Pemhung, die Ermächtigung haben, dann haben wir gefälligst das zu sein, was in der Sadhana steht. Und das haben wir in unseren Alltag hinauszutragen. Und dann können wir unsere Kollegen und Arbeitskollegen und die Impfbefürworter und die Impfgegner und den Lauterbach und den Papst und den Dalai Lama nicht unterschiedlich dann behandeln. Wir müssen mitfühlend, dass sie wirklich mit Mitgefühl betrachten. So, jetzt würde ich für heute Abend Schluss machen, nachdem ich euch jetzt besoffen gequatscht habe, bevor ihr noch ganz umkippt. Mögen alle durch diese Verdienste Allwissenheit erlangen und ihre Feinde, das heißt ihre Fehler, vernichten, um dann frei zu sein vom Meer der Existenzen, das aufgewühlt ist durch die Wellen von Geburt, Altern, Krankheit und Tod. So wie der Held Manushri, der die Dinge kennt, so wie sie sind, und auch wie Samandabhadra werde ich, ihrem dem Vorbild aller Buddhas und Bodhisattvas folgen, studieren und alle diese Verdienste vollkommen widmen. Mögen alle Wesen durch diese heilvollen Handlungen die Ansammlung von Verdienst und ursprünglicher Bewusstheit vollenden und die aus der Ansammlung von Verdienst und ursprünglicher Bewusstheit entstehenden beiden wahren Körper eines Buddha erlangen. Möge mit dem Segen des Erlangens der drei Körper eines Buddha, dem Segen der unwandelbaren Wahrheit, Dhammata, und dem Segen der vollständigen Zusammenkunft des Sangha, indem ich auf diese Weise widme, meine Wunschgebete in Erfüllung gehen.